Hallihallo, hallo, ich bin's wieder, euer Dick42 von Dick42 im Fans. Ja, heute wieder mit meinem neuen Projekt, der Loheim, wo ich gerne einen festen Stammspieler. Ach, vergiss es. Nein, erstmal moin alle zusammen. Nein, ich möchte gerne auf dieser Karte feste Stammspieler haben. Wenn ihr dazu Bock habt, meldet euch bei mir auf dem TS, kommt auf dem TS drauf. Ausrufezeichen TS angeben, dann wird euch unsere TS-API angezeigt und dann geht ihr von der Eingangshalle in die Anmeldung Dirk42, damit ich euch sehe und auch ziehen kann. Und wie gesagt, das ist die Loheim. Es ist eine schöne kleine Map, wer sie noch nicht kennt. Ich habe sie mir aus dem Mod-Roster gezogen. Die ganzen anderen Mods, die ich sonst hier auf Karte verwende, sind alle aus dem Mod-Hub, damit sie auch ganz schnell zu ziehen sind. Beziehungsweise ihr braucht es euch sogar gar nicht selber zu ziehen. Ihr kriegt von mir einen Link, wo ihr euch alles auf einmal runterziehen könnt, die Karte und die Mods und. Und wie gesagt, ich würde gerne eine Community aufbauen mit festen Stammspielern, die auch mit mir diese Karte nach dem Stream, vor dem Stream und sonstiges bewirtschaftet und mit mir darauf Spaß haben wird. Dementsprechend, wenn ihr dazu Bock habt, wenn ihr eine neue Community sucht, meldet euch bei mir entweder unter dick42andfriends@web.de oder bei uns auf dem TS drauf und ich freue mich auf euch. So, und jetzt schmeiße ich erst nochmal einen Moin Moin alle neuen Zuschauer raus. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ihr merkt, mir ist schweinewarm. Deswegen können auch mal ein paar Wörter fallen, die nicht so zueinander passen. Hängt aber mit dem Wetter zusammen. Wie ist es denn bei euch? Auch so schweinewarm? Also, es ist extrem hier. Für uns haben sie hier in NRW heute 35 Grad angesagt und noch mehr. Und ich bin jetzt schon am Ölen. So, damit es aber noch ein bisschen interessanter wird, gehe ich erstmal im TS rein. Channel switched. Welcome back. Falls ihr noch zustoßen wollt, denkt dran, Ausrufezeichen TS angeben, so wie der Ben das gerade gemacht hat, und dann kommt ihr einfach mit drauf. Ben, Luca, moin moin, Michael Z, moinsen, ja, NC, Yannick, Simson, moin, Karin, moin moin, Crash, wie, was? Was ist denn hier los? Alles, was nicht angebunden ist, Crash? Und Frau Schmidt, einen wunderschönen guten Morgen. Frau Schmidt, schon wieder vom Einkaufen wieder da. Und Michael Z hat endlich das Moped-Kennzeichen bekommen. Glückwunsch. So, damit Crash auch weiß, wie ich noch aussehe. Hallo Gaming, moin moin. Ja, und wie ihr in der Beschreibung seht, beziehungsweise im Ingame-Chat seht, ich bin nicht alleine hier auf der Karte mit drauf. Nein, der Nico ist auch mit drauf, aber er kann heute leider nicht im Test reinkommen. Deswegen schreibt er nur. Na, du, alles gut bei dir? Kevin Schmackhausen, moin moin. Und auch dir einen wunderschönen guten Morgen. RP6, moinsen. Nein, ich gehe gerade. Alles klar, Sascha, bring mir was Schönes mit. Und liebe Zuschauer, denkt bitte dran, wenn ihr bei uns auf den TS draufkommt, geht bitte von der Eingangshalle in die Anmeldung Dirk42, damit ich euch sehe und auch ziehen kann. Von der Eingangshalle aus werde ich euch nicht mehr ziehen. Da sind wir Streamer uns untereinander einig, weil wir hier mehrere Streamräume haben. Deswegen bitte immer in die Eingangshalle, wo ihr, in die Anmeldung, wo ihr rein wollt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Jan, moin. Kann ich mitmachen? Okay, Jan, wie gesagt, ich suche für diese Map. Es ist kein Free Community Play. Nein, es ist meine Privatmap. Es können hier auf der Karte 5 Leute mitspielen. Dafür suche ich feste Stammspieler, die regelmäßig mit mir hier drauf zocken. Das Ganze aber auch nicht nur während des Streams, nein, auch vorm Stream, nach dem Stream, am Abend, so wie wir kommen. Und Markus, moin. Michael, ich wollte auch gerade schon sagen, Vorsicht mit deiner Aussage. Sascha, bring mir ein dickes Eis mit. So, was schreibt er da? Ich nehme den Traktor zum Weg zu BGA und den Vor und auf dem Feld fahre ich mit dem Häcksler. So, das Feld haben wir fertig. Sehr schön, dann bringen wir das Moped mal hinweg und dann helfen wir dem Nico beim Hexen.
Na, ich war heute Morgen schon richtig fleißig hier auf der Karte. Und Ben Luca, du bist auf dem richtigen TS, aber wenn du jetzt noch in die Eingangshalle reingehst, dann bin ich glücklich, dann kann ich dich auch ziehen, weil in die Anmeldung gehst, weil in die, von der Eingangshalle aus werde ich dich nicht ziehen. Ich will ins Fernsehen. Ja, Karin, dann mach mit. So, ist ja alles gut und schön. Was macht er denn da jetzt? Hast du doch in der Gefriertruhe? Nee, Sascha, mein Eis ist aus. Ach, Markus, da fällt mir gerade ein, ne? Oh nein, nicht du schon wieder. Richtig, Ben, du bist in der Eingangshalle. Bitte in die Anmeldung reingehen. Von da aus kann ich dich dann auch ziehen. Anmeldung Dirk 42. Ich habe dir das geliefert. Ne? Das passt mal alles auch aus. Okay. So, was ist denn jetzt mit unserem Freund hier? User was moved to your channel. Moin, Ben. User left your channel. User was moved to your channel. Moin, Ben. Hallo. Ben, nächstes Mal bitte von der Eingangshalle in die Anmeldung, wo du gerade reingegangen bist. Dann ist alles gut. Jo. Moin. Moin, erstmal. Ja. So, jetzt kriegst du erstmal ein paar Rechte von mir, damit du dich auch dementsprechend hier auf dem TS bewegen kannst. Wenn du mir jetzt noch eben sagst, wie alt du bist, dann ist alles gut. Ich bin 11. Bis 11. Okay. Denk dran, wenn ich dir jetzt dein Alter hinter deinem Avatar gebe, hast du Push-to-Talk-Pflicht, ne? Push-to-Talk-Pflicht hast du aber nur in den Livestream-Räume, in den Quatschkissen und alles nicht. Ja. So. Moin Markus, lass dir nichts von dir gefallen. Crash, höre ich da ein? Ah nee, das machen wir lieber nicht. Yves, moin. Ja, schweinewarm, aber sonst geht's. Und selber Yves? Uwe, moin moin. Uwe, dann wünsche ich dir viel, viel Spaß bei deinem ersten Arbeitstag. Cool. Ja, unser Uwe hat endlich neue Arbeit gefunden. Finde ich absolut klasse. Habe ich mir auch zu gratuliert. So soll es ja auch sein. Weil arbeitslos sein ist wirklich nicht schön und deswegen hammergeil. The Flash, moin moin, Radogor, moin moin. Dirk vergraut seine Mitspieler im TS, da haut er glatt wieder ab. Markus? Wieso? Wieso wusste ich, dass das jetzt kommt? Wieso? Nein, ich vergraule natürlich meine Mitspieler oder meine Besucher im TS natürlich nicht. Nein, im Gegenteil, ich finde das immer klasse, wenn Leute mitspielen. So soll es ja auch sein, ne? Ja, ich komme jetzt auch auf den Server. Ja, Passwort-Taste? Nee, noch nicht. Gut, dann gebe ich dir das mal eben. Ich stelle mal eben Tempomat runter, Klammern. Und denk dran, Passwort für dich behalten. Ja. Und wie immer habe ich natürlich ein sehr intelligentes Passwort. Lass es, Freundchen. Alles klar. Der Spiel beitreten. Ja. Yves, darf man mitmachen? Ja, darfst du. Komm bei uns auf dem TS drauf, hol dir von mir das Tagespasswort ab. Wie gesagt, ich suche Stammspieler für diese Karte. Ich zeige euch nochmal eben kurz die Karte. Das ist die Lohnheim, gemoddet von Tune War. Es ist eine kleine Karte,
übersichtlich, macht Spaß, ist ein bisschen Produktion mit drauf, wie Saatgutproduktion, Düngerproduktion. Dann könnt ihr euer Kraftfutter selber herstellen für die Kühe. Ihr könnt euer Schweinefutter herstellen. Dann habt ihr sogar eine Produktion, wo ihr Mist herstellen könnt. Aus Getreide und Stroh. Ob man das braucht, ist eine andere Sache. Aber kann man mitarbeiten. Ich war jetzt fast 14 Tage Arbeit suchen und fast 8 Wochen zu Hause. Uwe, länger war das? Noch gar nicht? Cool. Was willst du mit dem Bagger? Karin? Weiß ich noch nicht. Eventuell für Forst. User was moved to your channel. Hi, Eve. Hi. So, dann brauchst du noch die Mods, ne? Meine Güte, ich bin schwer beschäftigt heute Morgen. So, einmal dein. Blacky, moin moin. Na, alles gut bei dir? So, da kannst du dir dann alle Mods auf einmal ziehen, samt Karte. So, dann schmeißen wir nochmal einen Moin Moin alle neuen Zuschauer raus. Schön, dass ihr alle dabei seid. So, in der Zeit, wo Nico noch was zu klären hat, mache ich mal eben anders. Weil es soll ja auch weitergehen, ne? McDonald, moin moin. Ich muss ganz kurz die Lohnheim nochmal neu installieren, weil die irgendwie, ich glaube, ich habe die in den falschen Ordner gepackt. Okay. Am besten immer für jede Karte einen eigenen Ordner machen. Ist immer das Beste. Ja. Das mache ich nämlich auch generell, wenn ich irgendwie eine neue Karte anfange. Dann mache ich mir einen separaten Ordner, pack da die Karte rein, pack da auch dementsprechend die Mods rein. Und dann jedes Mal, wenn ich die Karte wechsle, beziehungsweise die Map wechsle, lösche ich die in einen kompletten Ordner und pack den Ordner, den ich brauche, wieder rein. Ja. Okay. Und McDonald hat eine Frage, dann frag. Oh Mann, liebe Zuschauer, wenn es jetzt gleich Hintergrundgeräusche gibt, bitte nicht wundern. Aber ich muss den Ventilator anmachen, es ist schweinewarm hier. Yannick, es ist, wie ich ja gerade sagte, schweinewarm, aber sonst geht's einigermaßen. Und selber? Nicht über Rot fahren! Scheiße, doch geblitzt worden. Wolle, moin moin. Ja, das passiert, wenn man hier auf der Karte über Rot fährt. Da sieht man wieder mal, dass Dirk zu viel ETS spielt im Konvoi. Ja, das ist alles kirschgrün, ne? Das ist was anderes. Ja, liebe Zuschauer, wo wir gerade beim Thema sind, und zwar ETS. Am Wochenende, am 28.07. ab 18 Uhr beginnt wieder ein mega Chaoten-Konvoi. Wenn ihr Lust und Laune habt, dabei zu sein, seid um 18 Uhr bei uns auf dem Test drauf. Und dann geht das los. Wir werden starten von Bergen aus auf Euro 3, werden dann runterfahren nach Italien
Und umso mehr Fahrer wir sind, umso besser natürlich. Ich hatte ja letztes Mal schon versucht, einen Konvoi mit über 40 Fahrern zu bekommen. Hat leider nicht so geklappt. Da haben leider im letzten Moment unheimlich viele abgesagt, was ich extrem schade fand. Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesmal dabei seid bei unserem Mega-Chaoten-Konvoi. Wie gesagt, das Ganze geht ab 18 Uhr los. Da werden wir uns auf dem TS treffen. Und dann so circa 18:30, 19 Uhr werden wir dann mit dem Konvoi starten. Wie gesagt, es geht von Bergen aus nach Italien. Ja, ich bin mal ganz kurz weg. Ich muss mal kurz auf Toilette. Alles klar, viel Erfolg. Ja, und dann habe ich noch eine Sache. Und zwar wurde hier darüber geredet, beziehungsweise hatte ich ja erst gesagt gehabt, dass wir eine Einheitslackierung fahren. Das widerrufe ich hiermit. Werden wir nicht machen. Jeder kann die Lackierung fahren, die er möchte. So einige Leute fanden das nicht ganz so toll, dass wir alle mit der gleichen Lackierung fahren, deswegen habe ich das wieder rausgenommen. Aber genaues dazu kommt noch heute Nachmittag, da werde ich noch so ein kleines Infovideo machen, wie das Ganze genau ablaufen wird, wie unsere Konvoi-Regeln sind und. Deswegen schön das Glöckchen betätigen, damit ihr wisst, wann ich die Info heute Nachmittag raushaue und dann ist alles gut. Lucky Lukas, moin moin, darf ich mitspielen? Darfst du gerne machen, wie gesagt, ich suche Stammspieler für diese kleine Map. Für meinen Privatserver, wenn du Bock hast, komm bei uns auf den TS drauf, Ausrufezeichen TS angeben, dann wird dir unser TS-IP angezeigt, dann gehst du bitte von der Eingangshalle in die Anmeldung Dirk42, damit ich dich sehe und auch ziehen kann. So. Natürlich könnt ihr TS zum Quatschen reden. Richtig. Hi. Moin. Ich muss im TS, mein Freund, was reden. Kann ich im TS von euch? Ja, dafür sind unsere Quatschkisten da. Wie der Wolle gerade sagt. Einfach in eine Quatschkisten reingehen, da kannst du dementsprechend quatschen und fertig. Kommt morgen ein Stream. The Flash? Ja. Habe ich noch irgendwas verpasst? Liege. Okay. Im Bett. Hä? Liege. Im Urlaub. Im Bett gerade. Okay. Komischer Satz, aber ist egal. Kannst du in welchen Rollen? Komm morgen ins Wind. Einfach darüber. Genau, Wolle. So, und da ist der Flash, dann ziehe ich den auch nochmal eben. Der könnte ich das Passwort haben. Ja. Moin Flash, moin Jan. So, moin Flash, kannst du auch reden? Okay, kann er nicht. Wieso ist der Zaun da? Der hat mich gestern schon aufgeregt. Hör doch, ich kann reden. Das hört sich sehr gut an. Nico sagt, moin. Wie muss ich die Map installieren? Ich kenne mich mit LS nicht so gut aus. Pass mal auf, ich schicke dir jetzt einen Link. Okay. Und die Mods ziehst du dir einmal komplett runter. Da ist auf dem Link, wenn du auf den Link drauf gehst, ganz unten ein brauner Karton, oder sieht aus wie ein Karton. Da klickst du auch mal drauf. Bitte? Ja. Was sagst du? Kannst du nochmal schnell einklicken, ich habe ihn nicht bekommen. Doch, ich habe ihn dir gerade geschickt. Ja, bei mir wird nichts angezeigt. So, jetzt habe ich ihn dir nochmal geschickt. Okay, jetzt. Gut. Die lädst du einmal komplett runter. Wenn du runterscrollst, hast du einen braunen Karton. Sieht aus wie ein Karton. Den lädst du einmal komplett runter und wenn du dann soweit bist, dann sagst du mir Bescheid. Du kannst mich moven. Ja. Liebe Zuschauer, nochmal als kleine Info. Und zwar, wenn ihr bei uns auf den Test draufkommt, dann seid ihr automatisch in der Eingangshalle. Dadurch, dass wir mehrere Streamräume haben, bitte immer in die Anmeldung Dirk42 gehen, damit ich euch sehe und auch ziehen kann. Ich ziehe jetzt ausnahmsweise den Lukas nochmal hoch und dann hoffentlich beim nächsten Mal geht er dementsprechend in die Anmeldung. Channel moved. Och nö. Channel moved. So, wo ist er denn jetzt?
Das Baby Elvis. Moin Moin. Ja oder nein? McDonald's was? Ist es okay, wenn ich später mit meinem Freund rede da im TS? McDonald's kannst du gerne machen. Aber vor 2 Minuten kannst du Dick 24 sagen, dass ich nicht schreiben kann? Also? So, die Map ist jetzt gedownloadet. Gut. So, Passwort hast du? Ja. Gut. Dirk, was gibt es zu machen? Alles das, was anliegt. Moin, Luca. Moin. Moin. Meine Güte, was ist denn heute los? Dirk? Ja? Könntest du mir mal diesen Link da schicken? Ja, kann ich machen. Wegen den Mods? Ja. So, Deutschland. Bitteschön. Denkt dran, es können insgesamt nur 5 Leute hier auf der Karte drauf. Wenn der Server voll ist, ist er voll, ne? Es ist mein Privatserver. Wie gesagt, da können nur 5 Leute mit drauf. Wenn voll, dann voll. Crash? Nein, ich mach den TS nicht kaputt. Ich habe ihn gerade wieder repariert. Hexelt jemand schon oder kann ich das machen? Bitte? Hexelt jemand schon oder wie? Ja, der Blitz ist gerade im Hexer. Aber kannst du gleich gerne weitermachen, wenn der Blitz das dann abgibt. Ich wie bin gesagt, hier. Da, achso, ja dann. Hexel. Also kann ich den Helf entlassen. Ja. Ja? Ich speichere dann mal den TS bei mir ein. Alles klar, das hört sich gut an. Meine Güte, was ist denn hier heute los heute Morgen? Aber ich habe nie mit gerechnet mit 25 Leuten um diese Uhrzeit. Aber schön, dass ihr alle da seid. Das ist Wahnsinn. Vor allen Dingen, was hier alles für Fragen kommen heute Morgen. Heftig. Dirk, ich hatte dir gestern auch, glaub mal, über YouTube geschrieben. Ja. Habe ich auch beantwortet. Crash aus. Kann das sein, dass wir das gleiche Headset haben? Ich habe das Nokia G430. Okay, dann ist es nicht dasselbe. Das sah bloß so aus gerade. Okay. Dirk, wenn du schnell fährst, leckt es und mit dem Abdeckkanal kann ich nicht schreiben. Bei dir dann nach dem Weg. Okay. Und Uwe, dankeschön. Ja, okay, hat sich jetzt runtergeladen. Bitte? Hat sich runtergeladen. Sehr gut. Dann einmal in den Mod-Ordner reinpacken und dann kriegst du von mir das Tagespasswort. Einfach diese Datei. Du hast sie komplett gedownloadet. Jetzt machst du dir erstmal auf dem Desktop einen Ordner. Okay. Den nennst du dann, was weiß ich, Dirk 42 oder Lohnheim. Dirk? Ja? Kann ich mitmachen? Ja, kannst du, wenn wir noch Platz haben. Ja, ich brauch nur Mods. Ja, okay, ja. Hab ich. Wie viele sind jetzt drin, ne? Muss ich gleich eben nachgucken. Lass uns bitte eins nach dem anderen machen, weil sonst gibt es nämlich Kauderwelsch. Ich schicke Jan jetzt erst eben den Link, dann kann er nämlich schon mal ziehen. Danke. So, dann war jetzt der Flash. Du hast jetzt einen Ordner auf dem Desktop erstellt. Ja. Da packst du den All Mods Ordner rein und entpackst den. Okay. Ja, stimmt, mache ich. Doc, einen wunderschönen guten Morgen.
Und voll. So, wenn du den dann entpackt hast, machst du dir noch einen zweiten Ordner auf dem Desktop. Den nennst du dann am besten eigene Mods. Hey, wie bitte? Hast du mit dem Deal geredet? Ja. Ja, muss ich nochmal sagen. Ich hab keine zugehört, sorry. Also, wenn du fertig bist mit dem Entpacken, dann machst du dir auf dem Desktop noch einen zweiten Ordner. Den okay. Nennst du dann eigene Mods. Ja. Und dann alle Mods, die du in deinem Mod-Ordner drin hast, packst du dann da rein. Einmal reinkopieren. Denk dran, wenn du im Mod-Ordner drin bist, alle markieren. Dann gehst du auf Kopieren. Dann gehst du auf Meine Mods, auf den Desktop. Einfügen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Nix Moritz, Dankeschön für dein Abo. Cool. Und moin moin, schön, dass du dabei bist. Ja, und jetzt dann die Mods von dem Loheim-Ordner da reinziehen, in die richtigen Mods, ne? Ja, du nimmst jetzt im Endeffekt alle deine Mods und packst die erstmal in den Ordner rein. Das hast du gemacht. Ja, dann löscht du alle im Hauptmod-Ordner und kopierst alle Mods von Loheim in deinen Mod-Ordner rein. Dann hast du nämlich immer einen sauberen Mod-Ordner. Ich bin der Farmer, moin moin. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass ihr pro Karte nur, pro Map nur einen Ordner habt und vor allen Dingen bei euch im Mod-Ordner wirklich immer nur die Mods drin habt und die Karte drin habt, die ihr gerade benutzt. Weil wenn ihr mehrere Karten im Mod-Ordner drin habt, dann gibt das immer Probleme, ihr habt Bugs auf der Karte und. Deswegen immer schön immer nur Karte für Karte öffnen. Weil das Problem ist auch, was viele nicht wissen, alle Mods, die ihr im Mod-Ordner drin habt, von den Haupt-Mod-Ordner, es werden alle Mods mitgeladen, ob ihr die braucht oder nicht. Und dadurch entstehen nämlich immer Fehler. Ja, wie heißt jetzt das Spiel? Das, der Server Dirk 42. Das Passwort. Dirk. Passwort gebe ich dir, warte. Passwort wird auch nicht ausgesprochen. Ja? Nee. Dirk. Ja. Die Mods geht ganz schnell, noch 4 Minuten. Oh, das ist doch cool. So, wer war das? Ja. Wer war das gerade noch? Also noch gerade angefangen. Ja, ich, Ja. Dirk. Also heißt das, wenn ich jetzt eine Map aufmache und erstelle und mache aber Mods rein und die Mods, die aber nicht drin sind, die werden trotzdem geladen? Richtig. Alles, was im Mod-Ordner drin ist, in deinem Haupt-Mod-Ordner, unter Dokumente, My Games, Farming Simulator, alles, was in diesem Mod-Ordner drin ist, wird alles geladen, ob du die Mods brauchst oder nicht. Und das ist nämlich immer das Problem, dass ihr immer Schwierigkeiten habt. Das wissen viele gar nicht. Deswegen sage ich ja generell, macht euch wirklich für jede Map immer einen separaten Ordner. Ist immer am besten. Dass dann auch wirklich nur die Mods geladen werden, die ihr wirklich braucht. Alter, du spielst Loheim die Map drauf, ja? Bitte? Du spielst Map Loheim oder wie heißt das? Genau, richtig. Boah, wie cool. Habe ich einmal nur drauf gespielt. Die ist hammergeil. Ja. Muss essen. Baby, doch kein Dosen. Döner. Sturmflut. Guten Appetit. So, und liebe Zuschauer, wie gesagt, heute Nachmittag kommt noch ein kleines Video bzw. ein kleiner Livestream, wo der Chat aber nicht aktiviert sein wird. Und zwar werde ich dann nochmal ein Infovideo machen bzw. ein Info-Livestream für unseren Mega-Chaoten-Konvoi, der am Samstag startet, am 28.07., wo ich euch alle zu einlade, umso mehr mitfahren, umso besser. Und denkt dran, das Glöckchen zu betätigen, damit ihr die Infos nicht verpasst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr alle bei diesem Mega-Chaoten-Konvoi mitfahren würdet. David Gede, moin moin, noch ein neues Gesicht, schön, dass du dabei bist.
Und wie gesagt, am Samstag großer Mega Chaoten Convoy ETS. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle dabei seid. Ja? Also Deutschland oder welche Seite da? Deutschland. Servername okay. Dick42. Ich bin eh wieder dabei. Cool. Und ihr dürft natürlich auch für den Mega Chaoten Convoy Werbung machen. Würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Wie gesagt, umso mehr mitfahren, umso besser. Ich möchte wirklich gerne einmal es schaffen, dass wir mit über 40 Fahrern diesen Mega-Chaoten-Konvoi machen. Wie gesagt, letztes Mal waren wir zwischen 18 und 21 Fahrern. Es haben sich insgesamt 40 angemeldet, sind leider nicht alle gekommen. Fand ich ein bisschen schade, die haben sich auch noch nicht mal abgemeldet. Das soll sich natürlich dieses Mal ändern. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das wirklich klappen sollte, dass wir mit über 40 Fahrern losjagen. Und vor allen Dingen, stellt euch das mal vor, von oben, von Bergen aus bis nach Italien, alleine die Strecke von Bergen bis zur Fähre. Oh mein Gott. Wird lustig. Deswegen auch mega Chaoten-Konvoi, ne? Das wird, glaube ich, sehr lustig. Ja. Deswegen, ich würde mich da wahnsinnig drüber freuen, wenn wir das wirklich schaffen würden, mit über 40 Fahrern hochzufahren. Ich brauche Passwort und Servername. Servername Dirk42. Okay. Und Passwort kriegst du sofort, wenn der Anhänger voll ist. Danke. Und voll. Ray, 1978 GR. Moin, moin. Ja. Aber bei 40 Leuten, da krachen die doch dann alle aneinander. Nicht wenn es gesittet abgeht. Und normalerweise gehen unsere Konvois wirklich gesittet ab. Coole Passwort. Wie immer, ne? Das sind immer coole Passwörter. Ja. Agra aus Deutschland, ein Kevin. Einen wunderschönen Morgen. Und liebe Zuschauer, nochmal als kleine Info für euch. Und zwar dieses Projekt, was ich hier gerade mache. Das ist nicht Freeplay live auf YouTube. Das ist nicht mein normales Mitspielen, was ich sonst immer mache. Nein, das ist mal ein kleiner Privatserver mit 5 Slots. Wenn die Slots voll sind, sind sie voll. Ich würde mich aber wahnsinnig darüber freuen, wenn wir wirklich Stammspieler bekommen. Ich sage ja immer wieder, ich würde mich wahnsinnig über eine feste Community freuen. Ich würde gerne eine feste Community aufbauen. Und deswegen habe ich jetzt mal dieses Projekt ins Leben gerufen. Momentan ist es noch eine Testphase. Ich lasse momentan jeden drauf. Und dann gucken wir mal, wer wirklich regelmäßig mitspielt. Das Ganze nicht nur im Livestream, sonst war es immer so, was ich ein bisschen schade fand. Wenn der Stream aus war, waren die Jungs dann dementsprechend auch weg. Und das soll sich dieses Mal ändern. Ich möchte wirklich eine Community zusammenstellen, die mit mir vormittags zockt, nachmittags zockt, abends zockt, so wie wir gerade Zeit haben. Und das als feste Stammspieler. Du ungesittet, Kevin, ja... Ich kann auch gesittet spielen. Auch wenn du das nicht glaubst. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch mal den Kontostand anguckt, 119.000 ist nicht viel, aber dafür habe ich schon einen guten Fahrzeugbestand, den ich mir selber erwirtschaftet habe. Wie gesagt, ich bin da jetzt schon ein paar Tage drauf am Zocken. Und ja, es lohnt sich. Uns gehören noch nicht alle Felder, also ist noch ein bisschen was zu tun. Was machst du jetzt da? Ich fahre gerade Häckselgut ab. Und Silverstorm, moin. Tree TV Deutschland, moin moin. Und Flash hat den Server verlassen? Okay. Also der Baum geht definitiv noch weg. Der regt mich schon die ganze Zeit auf. Dirk, ich muss kurz mal meinen PC neu starten. Ich komme aber gleich wieder auf den TS. Alles klar. User disconnected from your channel. So, und dann schmeißen wir natürlich nochmal ein Moin Moin alle neuen Zuschauer raus. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und liebe Zuschauer, nochmal kurz für euch als Info. Wenn ihr bei uns auf dem TS draufkommt, ich kann es nicht oft genug sagen, leider
bleibt ihr immer noch in der Eingangshalle stehen. Deswegen, wenn ihr auf dem TS kommt, bitte von der Eingangshalle in die Anmeldung Dirk 42 oder in den anderen Eingangshallen von den anderen Streamern, wo ihr rein wollt, und da dann dort warten, bis ihr gezogen werdet. Wie gesagt, von der Eingangshalle in die Anmeldung von den Streamern, wo ihr rein wollt, darauf warten, dass ihr gezogen werdet, und dann ist alles gut. So, wenn wir den Mais weg haben, dann werde ich euch mal eben so ein bisschen die Map zeigen. Weil sie ist wirklich schön schnucklig, übersichtlich. Ein bisschen Produktion drauf, wie ich ja gerade schon sagte. Saatgutproduktion, Düngerproduktion. Die Mistproduktion, wenn man aus Stroh und Getreide und sonstiges Mist machen kann, weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt haben muss. Weil, wenn die Tiere einmal am Laufen sind, kriegt ihr auch dort genug Mist. Ansonsten habt ihr noch eine Apfelplantage hier auf dem Map. Auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Aber die werden wir euch dann jetzt auf Dauer mal zeigen. So nach und nach. Auch der Haupthof ist sehr schön gemacht. Also mir gefällt die Karte richtig gut. Black Dragon Devil. Moin moin. So, alle die jetzt hier im TS sind, die sind auch auf dem Server drauf. Außer Flash, ne? Ich komme. Flash, du hast mir bitte noch eingefallen, und zwar hinter deinem Nickname. Bitte noch deinen richtigen Vornamen setzen. Ja, mach ich. Das ist nämlich bei uns im TS-Pflicht. Und bevor es da Haue gibt vom Oberhäuptling, ne, muss ja nicht sein. Das ist ja auch nicht. Und Flash, du müsstest noch irgendwas an deinem Mikro machen, du bist nämlich extrem dumpf zu hören. Ich muss immer extrem hinhören, damit ich dich auch verstehe. Ja, stell ich dann alles nicht ein. So, jetzt mal eben gucken, mit wie viel sind wir überhaupt auf dem Server drauf. Kann das sein, dass wir nur mit 2 Mann auf dem Server sind gerade? Ja, ne? Keine Ahnung, hey, ich komme gleich drauf. Ja. User was moved to your channel. Moin Felix. Moin. Und eine Zocker. Moin moin. So Felix, wolltest du auch die Mods haben? Ja. Bitteschön. Volker, moin moin. Und Jungs, denkt dran, wenn ihr hier auf der Map am Spielen seid, über rote Ampeln zu fahren kommt nicht gut, da werdet ihr geblitzt. Ich wollte gerade sagen, macht der Blitz jetzt seinem Namen alle Ehre? Und L17-Zocker ist in Kiel, cool. Ja, Kiel ist der, wo soll ich der Häcksler hin tun? In die braune Halle bitte. Auf den Haupthof. Volker noch nicht ganz. Wenn die Jungs, die jetzt alle im TS sind, alle joinen, dann ist voll. McDonald? Fragezeichen. Wo finde ich den Link von Cookies Firma? McDonald, guck einfach mal bei Cookie in die Videobeschreibung rein. Ansonsten, wenn die da nicht drin ist, einfach Cookie mal selber drauf ansprechen. Der ist auch gerade bei uns auf dem Test drauf.
In die, wo noch ein anderer klar steht. Ich komme. Ja, genau, richtig. Jupp. Ich wollte nur fragen, weil ich habe ein etwas großes Leppi-Problem. Okay, Volker. Und Synchro-Party für Jan. Ja. Darf ich etwas Rasen mähen? Kannst du gerne machen. Da kannst du Heuballen rausmachen. Die brauchen wir noch. Wo stehen Zettler und so weiter? Alles in der Hallen. Einfach mal gucken. Ist alles auf dem Haupthof. McDonald, wie soll ich ihn jetzt im Livestream bitte fragen? Finde den Fehler. Du könntest mähen und ich fall dann direkt hinterher und wende. Kommen wir wieder auf den Test. Alles klar, Ben. Mann, da die hier immer so kriechen müssen. Ich hab doch keine Zeit. Wer sucht, der findet. Richtig, Devil. Oh mein Gott, ich habe richtig wenig FPS hier. Das ist nicht gut. Ja, ich muss ein bisschen noch. Obwohl, ich habe auch nur 25, sehe ich gerade. Zwischen 20 und 25. Schon besser jetzt bei mir. So. Nein, den wollen wir nicht, den wollen wir nicht, den wollen wir auch nicht, den wollen wir. Wer sucht, der findet er. Richtig, Devil. Und Fehler 3060. Kevin, da kennst du dich ja mit aus, ne? User was moved to your channel. Moin, Volker. Guten Morgen allerseits. Also irgendwie ist heute Morgen bei mir der Wurm drin. Wieso? Irgendwelche Hintergrundprogramme machen den Rechner grottenlangsam. Der hat jetzt geschlagene 10 Minuten gebraucht, um den Rechner hochzufahren. Irgendwas kann da nicht stimmen. Richtig. So, ich habe aber über einen C-Cleaner bereinigt. Ich habe den ganzen Datenschrott vom Farming Simulator rausgenommen, von meinen anderen Spielen rausgenommen. So, und jetzt habe ich gerade im Taskmanager gesehen, es hauen 27 Hintergrundprogramme drauf, die ich aber nicht stilllegen kann. Okay, eigenartig. Weil Windows wohl sagt, wird gebraucht. Habe ich noch nie gehabt. Deshalb kann ich auch leider nicht auf den Farming Simulator kommen. Okay. So, bin wieder da. Jo. Und Wolle, Dankeschön für die Schieberei. McDonald hat noch eine Frage. Okay, Blackfar, moin moin. Ich habe so eine schlechte FPS gerade. Eigenartig. Obwohl, da hattest du letztes Mal auch schon Probleme mit, ne? Nee, ich war das nicht, letztes Mal. Mein allererstes Mal ist das jetzt. Ey, da will ich doch gar nicht hin. Dein Server. Laufen ist flüssig, aber bin ich im Fahrzeug drin, ist echt schlecht. Ja, ich sag, ich habe hier auch so 30 bis 40 FPS, aber es läuft trotzdem flüssig. Ja. McDonald, was hast du denn für eine Frage? Wenn ich mal fragen darf. Ja, ich bin rausgeflogen, so schlecht war es. Oh, eigenartig. Komisch. Dann guck mal bitte, was bei dir im Singleplayer ist. Ja, guck ich auch. Komisch, das mein allererstes Mal bei dir. Ja.
Wolle ist heute voll der Schieber, richtig. Wieso fliege ich im ETS direkt raus und habe trotzdem Licht an? Kannst du mir helfen? McDonald, kann das sein, dass du die Schweden-Lackierung drauf hast? Diese Sonderlackierung, die es damals nach dem Event gab? Weil wenn du die drauf hast, fliegst du nämlich auch runter. Bei dir ruckelt es auch. Karin, es geht. Also, wenn, dann ist das der Stream. Das Spiel selber bei mir ist so eigentlich nicht am Ruckeln. So, ich werde jetzt nochmal, alle guten Dinge sind drei, den Rechner runterfahren und neu starten. Okay. Dann lasse ich nämlich gleichzeitig mal das Diagnoseprogramm durchlaufen. Bis gleich. Jo. Singleplayer ist richtig flüssig. Bitte? Singleplayer ist richtig flüssig bei mir. Okay, eigenartig. Ich habe gute Wählung auch, komisch. Verrückt. Muss man nicht verstehen. Nee. Ist aber auszuhalten. Alles klar. Und Tom Tom, moin moin. Entschuldigung, dass ich dich fast übersehen hätte. Auch nur fast. Und alles gut bei dir, Tom Tom? Ach nee, er heißt ja jetzt Tomcat. Meine Güte, das sind aber auch Schwaden hier. So, Wiese nachher auch sofort wieder düngen, ne? So, mach ich Einstellungen ganz niedrig mal. Ich bin Kummer gewohnt, bei den anstehenden Temperaturen erst recht. Tomcat, ja, vor allen Dingen heute sonst alleine bei uns hier in NRW 37 Grad werden. Also ich bin jetzt schon am Ölen ohne Ende und wir haben gerade mal 11:30. Wie öffne ich den Task Manager? Ganz einfach. Steuerung Alt entfernen. So, ich komme nochmal drauf. Soll ich noch ein zweites Feld machen? Ja, du könntest die drei noch machen. Ich habe ganz niedrig gemacht, die Einstellung. Okay. Welches Feld? Wiese 3. Steuerung Alt und Wert. Ja, sag ich doch. Und an die 2011. Moin moin. Und ein Moin moin alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr alle da seid. Hätte ich ja nie mit gerechnet. Am frühen Morgen 23 Zuschauer. Es ist Wahnsinn. Es ist cool. Schön, dass ihr alle da seid. Mann. So, ist besser jetzt. Okay. Winterdämon 1.0. Moinsen. Dirk, bei mir denkt der PC, dass ich die Lohnheim nicht installiert habe. Ich habe sie aber installiert. Ich würde kurz mal irgendwie vielleicht gucken, irgendwie ob da. Hast du noch andere Karten mit in deinem Mod-Ordner? Ja. Rausschmeißen. Wie ich vorhin sagte, mach für jede einzelne Map, die du hast, einen eigenen Ordner. Da packst du dann die Map rein und die dazugehörigen Mods. Und jedes Mal, wenn du auf einer anderen Map spielst, wechselst du die Ordner. Dass du gar nicht
in deinem Hauptmod-Ordner mehrere Karten drin hast, dass du gar nicht in die Gefahr kommst. Weil wenn mehrere Karten im Hauptmod-Ordner drin sind, überschneidet sich das und du kriegst nämlich diese Probleme. Das hatte ich nämlich gestern auch, da hatte ich vergessen, eine Map rauszunehmen mit den Karten. Und schon hat er die Lohnheim nicht gefunden. Deswegen, okay. ich mach wirklich für jede einzelne Map, die ich habe, einen separaten Ordner. Und jedes Mal, wenn ich dann die Karte wechsle, mache ich den Mod-Ordner leer und kopiere mir dann dementsprechend die Map und die dazugehörigen Mods im Hauptmod-Ordner rein. Ist immer am besten. Dann kriegst du auch keine Probleme. Ja. Ach, Tom, stimmt. Du bist ja jetzt ständig unterwegs. Da war ja was. Ups, und da war auch noch was. Einmal mit Profis. Nur 5 Minuten. So, dann gehen wir gleich noch eben einen Schwader drüber. Kevin, wie es mir geht, rückentechnisch, auf Deutsch gesagt, beschissen. Ich habe mir den Mittelrücken auch noch verrenkt, also in der Beziehung ist echt scheiße. Aber kopfmäßig, alles tutti wie immer. Und selber. Ja, schweinewarm, ne? Aber das brauche ich euch allen ja nicht erzählen, wird ja bei euch nicht anders sein. Mann, da muss ich über jede Schwarte zweimal hergehen, damit wirklich alles gewendet wird. Weil ihr seht ja dazwischen die Stücke, da ist immer noch dunkelgrün. Was ist der Mittelrücken? Karin, ganz einfach, zwischen Nacken und Lendenwirbel, das ist der Mittelrücken. Da, wo du auch deine Schulterblätter hast, da ist der Mittelrücken. Oh, Tom, du bist so verrückt. Mit einem kleinen Wagen Umzug machen. Oh Gott. Nicht gut. Und das bei dem Wetter. Ich würde eingehen. Tom, du tust mir echt leid. Zwischen Schulterblatt und Steißbein, denke ich. Black? Nein. Und zwar da, wo du die Lungenflügel hast, beziehungsweise Schulterblätter hast. Da ist der Mittelrücken. Also zwischen Nacken und Lendenwirbel. Das nennt man auch Mittelrücken. Dirk, was machst du gerade? Ich bin am Graswenden. Wenn du Bock hast, kannst du auf Wiese 4 schon mal schwaben. Mhm, mache ich. Hatte einen Motorradunfall und ja, beim Bein kaputt und Schulter auch alles total beschissen. Oh Gott, das ist natürlich nicht so gut. Kevin, mit diesem komischen kleinen Minibike, was du da zusammengebaut hast. Also das ist doch kein Unfall gewesen. Das war mehr ein leichtes Ablegen. Nein, der Umzug wird ja von der Spedition gemacht und drumherum mit dem PKW vom Mutter. Wir haben halt nichts anderes. Ja, Tom, das ist natürlich echt bescheiden, ne? So, und was sagen wir, wenn wir losfahren? Freie Bahn mit Marzipan. So, mit wie viel sind wir denn jetzt auf der Karte? 1, 2, 3. Okay.
Nehmen wir mal eine 1000 Kubikmaschine. Okay, Kevin. Wenn man nicht Motorrad fahren kann, soll man es sein lassen. Siehst du, deswegen setze ich mich jetzt gar nicht auf den Moped drauf. Dann kann das auch gar nicht erst passieren. Richtig, Karin. Hashtag Hackengas. Bin gleich wieder da. Alles klar, Black. Aber diese Map ist echt eine schöne Map. Die ist wirklich klasse gemacht. Ja. Klein, aber fein. Richtig. Klein, übersichtlich, ein bisschen was zu tun, ein bisschen Produktion mit drin. Läuft. Vor allem kannst du dein eigenes Futter herstellen, kannst dein eigenes Saatgut herstellen und das ist für mich immer wichtig. Viel mehr Produktion brauche ich da auch gar nicht drauf auf so einer Map. Bleibst du wohl da, du Vogelor. Dirk, kennst du die Talbach? Ja. Weißt du, wie das geht mit diesem komischen... Mit dem komischen was? Du warst jetzt abgehakt. Man kann ja selber Futter herstellen. Ja. Aber wie bekommt man das Wasser oder das Düngerzeugs, was man haben muss, dort rein? Ah, gute Frage, nächste Frage. Ich habe die schon ewig nicht mehr gespielt. Beziehungsweise komplett durchgespielt habe ich die ähnlich, ich habe die nur eben kurz angetestet. Da könntest du aber mal den Jimmy fragen, bei uns hier aus dem TS. Der kennt die Talbach, glaube ich, besser. Oder unseren Roland. Der kennt die mit Sicherheit auch. Okay. Und wenn ihr bei uns hier im TS seid, ne? Keine Angst haben, einfach wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder Fragen habt. Einfach alle ansprechen oder irgendeinen ansprechen. Einer von uns kann euch immer helfen. Ja. Wichtig ist immer nur lieb sein, nett sein und vor allen Dingen keine Angst haben zu fragen. Es beißt keiner, es schlägt euch keiner. Ben, du darfst aber ruhig reden. Ja, ich wollte gerade eigentlich meinem Freund schreiben. Ah, okay. Also, falsch hat er es geschrieben. Okay. Ja. Und Black Dragon Devil ist wieder zurück. WB. Oh, was ist auf Feld 4 los? Heu gemacht, deswegen sagte ich ja Schwaden. Aber richtig Heu ist da. Ja, ein bisschen. Und auf Feld 3 genau gleiche. Da kannst du. Nee, ja doch, da müsstest du dann auch nochmal Schwaden. Kann man auf 4 schon Ballen pressen? Wenn Jan soweit ist, ja. Ja, kann gleich. Wie sagt dann Bescheid? Sie kratzen und beißen ab und zu. Richtig, Kacke. Wie war das? Bitte nicht füttern? Und wie gesagt, wenn wir dann gepresst haben, Ballen gesammelt haben und alles von der Wiese runter, bitte direkt noch düngen, ne? Wir haben 3 Düngestufen drauf und denkt bitte dran, unser übliches Prinzip. Allgemein auch für die Felder Düngen, Groban Düngen, Direktsaat. Dann haben wir nämlich direkt alle 3 Düngestufen. Ach Dirk, ich kenne das noch. Ja, das weiß aber nicht jeder. User was moved to your channel. Hi Dennis. Moin Dirk. Aber eine gute Nachricht gibt's. Anfang September gibt's dann definitiv den neuen PC inklusive Zuschuss inklusive. TomTom, hammergeil, freut mich drauf. Und Dennis, bist du am Samstag auch dabei? Wenn alles gut geht, sieht's gut aus, dass ich mitfahre. Ja, Werbung ist schon draußen. Cool. Ja, heute Nachmittag kommt dann noch das Infovideo für den Konvoi mit den Konvoi-Regeln und. Und ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Lackierungspflicht gibt's nicht. Das ist gut, weil meine Lackierung würde ich auch nicht ändern. Okay. Ja, wir hatten ja erst gesagt gehabt, wir machen alle die Viper-Lackierung drauf.
Die Männer in Schwarz-Gift-Grün und die Frauen in Schwarz-Pink. Aber da haben sich einige drüber beschwert, fanden sie nicht so toll. Und da habe ich jetzt beschlossen, dass wir da keine Einheitslackierung machen. Ah, okay. Bevor es böses Blut gibt, nehmen wir das lieber wieder raus und fertig. Das ist ja langweilig. Boah, auf Feld 4 kann es richtig schwer schwarten. Ja, wegen dem Zaun, ne? Zaun und subtil, das ist. Dirk, wenn du später mal Zeit hast, bräuchte ich mal deine Hilfe. Kein Problem. Wie gesagt, wir beißen nicht, wir helfen eigentlich immer ziemlich gerne. Ich weiß, ich hatte dich ja schon mal angesprochen, nur ich habe es dann wieder vergessen. Es geht um den Encoder für YouTube. Achso, ja, kriegen wir hin. Das ist das kleinste Problem. Jetzt weiß ich auch, warum bei mir der Rechner so langsam war. Was hast du denn gehabt, Wolle? Volker. Volker, Entschuldigung. 340.000 KB SVC Host-Exe-Datei. Wo das herkommt, das frage ich mich. Ja, wer weiß, auf was für Seiten du rumhängst. Außerdem, wenn da ein Virus unterwegs wäre, hätten meine drei Virenscanner, die sehr gut harmonieren, schon angeschlagen. Also, siehste, Volker, da hast du schon mal den ersten Fehler. Drei Virenscanner auf einem Programm ist der größte Schwachsinn. Dirk, die sind abgestimmt aufeinander. Ja, das die heißt nichts. Volker, da brauchen der eine nicht. Volker, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Drei Virenscanner auf einem Rechner ist der größte Bullshit, den es gibt. Die überschneiden sich, wo es nur geht. Die beißen sich nicht. Doch, die beißen sich. Auch wenn du der Meinung bist, die beißen sich nicht. Definitiv drei Virenscanner. Ich habe nicht viel Ahnung von Computer, aber die Ahnung habe ich. Dirk. Und das haben mir auch schon einige Computerexperten gesagt. Drei Virenscanner auf einem Rechner ist der größte Bullshit. Davon sind zwei, die von Bundesbehörde empfohlen worden sind. Ja, ob die von der Bundesbehörde empfohlen worden sind oder von der Deutschen Bauernvereinigung, das ist mir egal. Und das kann's nicht sein, was da so performancelastig ist. Ich habe ja gestern noch mit dir gespielt und da liefen sie im Hintergrund auch. Ja, trotzdem ist das der größte Schwachsinn. 5 Virenscanner ist noch besser, richtig, Wolle. Genau, Wolle. Volker, ich will dir nichts Böses, aber sprech mal mit einem vernünftigen Programmierer. Der schlägt die Hände hinter dem Kopf zusammen und sagt dir sofort, mindestens von den drei zwei runterschmeißen. Ja, definitiv. Wie gesagt, auch mal das Problem. Hat mir auch sofort gesagt, löschen. Richtig. Und daneben. Einer reicht. Und vor allen Dingen, wenn du Windows 10 drauf hast, brauchst du keinen separaten Virenscanner mehr. Weil der auf Windows 10, der auf Windows 10 drauf ist, der reicht vollkommen. Ja. Der ist mittlerweile so gut abgestimmt, das reicht vollkommen. Also der ich würde 8 Virenscanner nehmen, Der sollte eigentlich, ein Update bekommen. Ja, weißt du, von wann das letzte Update ist? Von Oktober 2017. Zum Thema Windows Virenscanner. Dann weiß ich nicht, was du eingestellt hast. Also mein Virenscanner von Windows 10 hat sich gestern Abend noch aktualisiert. Ich habe das Windows 10 ja kostenlos runtergeladen. So, weil wir das updaten sollten von 8 auf 10. Ja. So, und seitdem habe ich da an Virenscanner nichts umgestellt. So, und ich gucke letztens drauf, ja, letzte Virendefinition von Oktober 2017. Okay. Meins ist ganz aktuell. Vielleicht sollte ich das mal auf Automatik stellen. Ja. Dirk? Ja? Hast du schon Feld 5 gewendet? Nein. Sieht so aus, hast du schon? Da musst du noch, musst du noch mit einem Schwader drauf. Feld 4 ist bei dir. Jetzt auf Feld 3 ist fertig. Da kannst du schwaden. Hä? Ich bin gerade bei dir, aber hier sieht noch alles. Hat jemand schon geschwadet? Nee, musst du noch schwaden.
Okay. Volker braucht so viele für gewisse Seiten. Richtig, Kari. Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen, Frau Reis. Die, die er für nach 22 Uhr braucht, ne? Meistens liege ich um 22 Uhr im Bett und woher wollt ihr das wissen? Und da hast du dann deinen Laptop bei. Ah! Ja, klar. Ja? Das Laptop steht auf dem Schreibtisch. Der Schreibtisch ist weg. 3 Kilometer weg. Was hast du, Jan? Feld 3 ist schon geschwadet, oder? Nein, ist noch nicht geschwadet. Sieht aus wie geschwadet. Ja, weil ich über die Schwade drüber hergezettert habe. Ach dir. Jörg macht euch wieder Arbeit. Ja. So wie jedes Mal. Also ich habe persönlich 12 Scanner drauf und die harmonieren perfekt miteinander. Ja, nee, ist klar, Quash. Wollen wir es noch 8? Nein, 8 war seine Empfehlung. 12 hat er jetzt drauf. Der ach ja, geladen. Stimmt, genau. Crash aus. Crash, nimm das mal bitte wieder weg. Danke. Denk dran, es gucken noch Kinder. Sitzplatz aus, Friebe. Oh, schön waschi-waschi machen. Dass der Axiom überhaupt mal rumsteht. MJ, moin moin! Und ein moin moin alle neuen Zuschauer, schön, dass ihr alle dabei seid. So, die Sämaschinen kommen ab sofort nicht mehr auf den Hof drauf. Die kommen nämlich zur Saatgut- und Düngerfabrik. Da macht es das nämlich einfacher, können wir da nämlich auch direkt mal auffüllen. Bringen wir das Moped. M und J, oh, MG, Dankeschön für dein Abo, cool. Selbst ist der Mann die genau, Karin. Oh, läuft ja mit Bahnpressen, cool. Läuft. Ja, so muss es sein. Eieieiei. Mann, ist heute wieder Weltkriegstag? Karin, hast du heute zu viel Clown gefrühstückt? Ne, was anderes, aber das erzähle ich dir nicht. Nein, Karin hat heute eine Packung Müsli mit Mut gefrühstückt. Ah, das hat sie eh immer. Karin ist immer mutig. Richtig so, Karin. Lass dir von der Männerwelt nichts gefallen, Hausalo. Karin ist sogar so mutig, dass sie 200 Meter vor der Einfahrt noch einen LKW umschmeißt. Entschuldigung, Karin, musste sein. Mann, bin ich wieder böse. Ah, Kevin, jetzt ist gut.
So, einmal Dünger. Dirk? Ja. Ist noch Platz frei auf dem Server, oder? Ja. Natürlich. Dirk, ich muss mal weg, Karin kommt im MTS, ne? Wir sehen uns. Okay. Genau, Wolle, komm doch, komm doch. Ich habe vor Karin keine Angst. Obwohl, gelegentlich? Nein, natürlich nicht. Nein, Karin ist immer nett und lieb und zuvorkommend. Ja, wenn sie schläft. Jetzt versuche ich mal freundlich zu sein und du drückst wieder, aber muss ja sein. Nö, ich bin nur freundlich. Ich weiß gar nicht, wo das. Welchen war. Was ist das für eine Map? Das ist die Lohnheim. Und wenn du möchtest, kann ich sie dir mal eben zeigen. Bitteschön. Lohnheim bei Tune War zu bekommen bei Modhoster. Nicht bei Modhub, nein, bei Modhoster. Oder anderen einschlägigen LS17-Seiten. Also wirklich eine richtig klasse Karte. Und wie gesagt, ich suche wirklich richtige Stammspieler, die mit mir diese Karte dementsprechend bewirtschaften wollen. Das Ganze nicht nur nach dem Stream oder beziehungsweise nicht nur im Stream, sondern auch nach dem Stream, vor dem Stream, wenn wir Zeit und Lust haben, LS17 zu zocken. Und dafür soll die Karte da sein, dafür soll auch das Community-Projekt da sein. Weil, da, was wirklich schade ist, dass nach dem Stream alle immer sofort weg sind und das soll mit dieser Map nicht geschehen. Angie, bitteschön. Wie viel seid ihr? Im TS sind wir reichlich, auf der Karte sind wir, glaube ich, gerade 3. Ja. Also, wer noch mitzocken möchte, es ist noch Platz. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe LS17 nicht. Hast du oder hast du nicht? Habe ich nicht. Achso. Aber günstig zu bekommen bei Instant Gaming. Ja, Niklas, moin moin. Aber das lohnt sich jetzt auch nicht mehr, wenn im November der 19er kommt. Eben. Oh, das sieht doch gut aus mit den Schwaden. So, dann hole ich schon mal den LKW. Hat sie viele Produktionen oder hat sie keine? MG, sie hat Saatgutproduktion. Sie hat Düngerproduktion, du kannst Kraftfutter für die Kühe herstellen, du kannst Schweinefutter herstellen, du kannst sogar aus Stroh oder Getreide Mist herstellen. Ob man das jetzt braucht, ist eine andere Sache. Dann kannst du Rübenhackschnitzel herstellen. Ja, und das war's eigentlich. Also übersichtlich ohne Ende. Dirk? Ja. Bekomm ich mal bitte das Passwort? Ja. Den Server habe ich schon gefunden, aber ich bräuchte noch das Passwort. Kriegst du. User was moved to your channel. Moin. Bitteschön. Moin. Moin. Die Karte. Bitte was? Wo ist die LS17-Karte? Wo finde ich die? Bei Modhoster. Okay. Denk dran, das ist kein Free Community Play, was ich gerade mache. Das ist mein Privatserver, wo wir mit 5 Leute drauf spielen können, wo ich feste Stammspieler versuche. Okay. Und aus dir kann man Hundefutter machen. Jimmy, aus dir kann man auch noch andere Sachen machen. Dirk? Ja? Ich bin dann erstmal weg, ne? Alles klar, Lukas. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Was ich hier... Dirk? Ja? Bringt das eigentlich was, wenn ich auch alle Maps lösche, oder? Ja, klar. Solange die nicht mehr im Mod-Ordner drin sind, ist alles gut. Okay. Generell, alle Maps, die du nicht mehr brauchst, rauslöschen. Dirk? Ja. Haben wir für die beiden ein Autoload? Ja. Ach, Mann. Kannst aber auch einen Sammelwagen nehmen, wenn du möchtest. Oh, ich will mit Frontlader machen. Ja, kannst du auch machen.
Geil, mach ich. Ich kann richtig gut stapeln. Was ich bei diesem LKW sehr interessant finde, liebe Zuschauer, ne? Und zwar ist er ja als Lizard bezeichnet worden. Und das ist mir nämlich gestern mal aufgefallen. Wenn ihr nämlich dann mal auf die Tür guckt, Strahles. Strahles ist Iveco. Also da haben sie leider nicht aufgepasst. Und man sieht auch an der Form, dass es definitiv eigentlich ein Iveco ist, ne? Und Lady Lori, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du mal vorbeischaust. Dirk, was, welche LKW musst du haben? Ein Renault. Nee. Doch. Und Nico kommt gleich auf die Map. Alles klar. So, dann stelle ich über. Wahrscheinlich. Ich stelle dir dann mal den LKW oben an der Wiese hin, ne? Kannst ja auch den Merlo nehmen. Mit der CSZ-Gabel. Jupp. Kannst natürlich auch Autolot nehmen. Ach nein. Naja, wenn du von Hand so stapeln möchtest, kein Problem. Nee, schmeiß den LKW weg. So, dann schmeißen wir einfach nochmal ein Moin Moin alle neuen Zuschauer raus. Schön, dass ihr dabei seid. Jo, fahre PC hoch. Alles klar, Nico. Sag mal, Dirk, warum hast du hier kein Scania? Weil es den nicht im Mod-Hub gibt? Sauerei. Ja. Ich habe ja so einige Scania-Mods, aber wie gesagt... Mod-Hoster. Richtig, ich wollte nämlich ganz gerne wieder mal nur Mod-Hub-Mods mit draufpacken. Wie lass dich doch. Wie geht's? Ja, Lori, bis auf das übliche Leid, meine Rückenschmerzen und dass mir schweinewarm ist, ganz gut. Und selber? Haben wir irgendwo einen Beinhänger? Ich habe dir den LKW hingestellt, auf der Wiese. Oh, danke. Bitte. So, da wollten wir noch mal eben Öl nachgucken. Ah, sieht alles frisch aus. Können wir jetzt machen. Dann düngen wir schon mal, wa? Ich glaube, das gibt's nicht mit dem Platz frei halten, Nico. Wer als erstes kommt, der ist als erstes drin. Richtig. Also das fangen wir erst gar nicht an. Nein, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe hier auf diesem Server 5 Slots. Wenn die voll sind, sind sie voll. Paula Tiger, moin moin. Ja klar, kann ich mal die Karte zeigen. Wie gesagt, es ist die Lohnheim bei Tune War. Bekommen könnt ihr die Map bei Modhoster oder anderen Einschlägen LS-Seiten. Es ist eine wunderbare kleine Karte. Aber bevor ich jetzt losfahre... Ach nein, das kann ich jetzt eigentlich so machen. Und zwar... habe ich euch ja erzählt, dass man hier auf der Karte Mist aus Stroh herstellen kann, wofür das Ganze gut sein soll. Weiß ich nicht, weil Tiere machen genug Mist. Und zwar da. Gras, Stroh, Heu und Getreide. Könnt ihr alles reinschmeißen und was bekommt ihr da raus? Mist. Braucht man das? Nö. Aber wenn es da ist, lassen wir die Produktion aber auch laufen. Können wir alles aufs Feld packen. Und gut ist. Okay, voll. So, was gibt es noch hier auf der Karte? Ich zeige euch jetzt einfach mal die Karte. Ich fahre einfach mal ein bisschen rum. Die Jungs sind beschäftigt. Daniel M. Team Mongo. Moin Moin. Hallo, ich komme aus dem Knebelvertrag beim Chef nicht raus, um bei dir Stammspieler werden zu können. Daniel, sollen wir dich da freikaufen? Nico, alles gut. Was bietest du denn? Schauen wir mal. So, 10 abgenagte Spare Ribs Knochen. Ja, da könnte ich mit dienen. So, was haben wir hier? Hier haben wir unseren Schafhof. Auch wieder schön mit Unterstände. Dann diesen wunderschönen Schafstall, wo Volker natürlich sich direkt wieder drin verlieben würde. Ansonsten hier beim Schafhof nichts Besonderes, außer noch jede Menge Unterstände.
Hast du gerade Gedankenübertragung? Ich wollte dir nämlich den Wind aus der Segel nehmen, wenn du mit der Schärfe anfängst und mit mir wieder redest. Ich bin dafür im Moment nicht zu haben. Okay. Auch für Bäume und dergleichen. Hast du genug Schafe gemacht? Ich habe bei mir auf der Privatmap knapp 1000 Schafe. Okay, selber schuld. Und Teddy, moin moin. Ja, der PC ist nicht der neueste. Nico, kein Problem. So, weiter. Jörg, ja. Kannst du mir mal die ganzen Mods geben? Also die ganzen Mods für den Server? Ja, klar, Moment. Du weißt ja weswegen. Ja. So, bitteschön. So, was haben wir hier? Danke. Hier haben wir den Schweinehof. Lässt du wohl die Tür auf? Hallo. Lecker Rippchen. Ja. Und zwar kein normaler, sondern etwas größerer Schweinestall. Also ich finde ihn klasse, besser als die normalen. Hier noch die kleinen Boxen dabei. Also wirklich richtig schön gemacht. Mit Schweinezucht? Ja, die werden wir demnächst auch noch starten. Achso, du meinst, nein, Schweinezucht ist... Ferkelzucht, nein, ja. Ferkelzucht ist nicht drauf. Schade. Ja, aber weil du sagtest, kleine Ställe. Ja, das ja, übliche. Ja, gut. Die Volker befüttert doch gerne seinesgleichen. Jimmy aus. Jimmy, was schön gemacht ist, es ist wirklich hier an jedem einzelnen Stall, beziehungsweise an jeder einzelnen, an jedem einzelnen Hof, eine Wasserstelle sofort, dass ihr nicht mehr groß fahren müsst. Ansonsten, was haben wir hier noch bei den Schweinen? Und zwar wieder Lagerplatz ohne Ende. Schütteln. Ich habe schon mal ein bisschen Stroh hingebracht für unsere Schweine. Dann automatisch, was Jimmy freuen wird, und zwar eine Verladerampe für den ganzen Mist. Die ist ja auch nicht alltäglich, die Rampe. Finde ich gut gemacht. Ist einfacher zu befüllen. Ja, was haben wir hier? Schweinefutterproduktion. Muss rein. Getreide. Was bekommen wir raus? Pigfood. Also muss sehr viel rein, um Schweinefutter herzustellen, ne? Ja, und dann fang am besten gestern schon mal an zu produzieren, damit du morgen Schweinefutter hast, ne? 3952 Liter haben wir schon drin und die Tröge sind auch schon halb voll. Oh. Und bis dahin haben wir die Schweinefutterproduktion voll im Gange. So, dann holen wir mal eben unseren Träger wieder, weil laufen ist doof. Laufen macht schlank. Oh, da muss ich aber ganz viel laufen. Aber das weiß ich selber, dass ich nicht der Schlankeste bin. Und ich fühle mich wohl so. Könnte ein paar Kilo weniger sein, aber das ist halt... Ja, dann lass die Sperrrips mal weg. Vergiss es. Außerdem, das hat mein Papa immer gesagt, gutes Werkzeug braucht ein gutes Vordach, ne? Richtig. Und ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel, oder wie war das? Genau. So, was haben wir hier in der Nadel? Ja, so wie was ihr hier seht, die Ballen habe ich aufgestapelt. Ja, ich kann das. Oh. Das war gerade ein Bauchklatscher. Nö. User was moved to your channel. So, was haben wir hier? Moin. Hier haben wir Habt unsere Silos. Habt ihr die Beweihräucherung gerade gehört? Die Beweihräucherung. Dirk hat sie gestapelt. Ach, Jimmy, da war ja was mit deiner Frau, ne? Galactica, genau, stimmt. So, weiter geht's auf den Hof. Tankstelle habt ihr ja gerade gesehen, sind wir gerade dran vorbeigefahren. Ansonsten haben wir hier auf dem Haupthof noch diese Halle. Da könnt ihr dann dementsprechend Zuckerrüben häckseln für die Kühe. Ist euer Server jetzt voll? 1, 2. Mal Leute noch. Nein, ist noch Platz, Nico. Mal Leute noch. Bitte was, Jonas? Leute immer frei. Ja, können noch welche drauf. Alles gut. Zwei auf jeden Fall. Kannst du mir das Passwort schicken? Ich hab gestern Passwort geschrieben. Jo. Wie gesagt, wenn der Server voll ist, ist er voll, ne? Was ist das für eine Maschine, wo du gerade vorstehst, Dirk? Das war für Zuckerrüben. Für die Kühe. Ach, geschnetzeltes, ne? Ja. Gehäckselt. Zuckerrübenhäcksel, gut. Richtig. Ja. So, was haben wir noch? Natürlich. Synchro-Party. Ja. Unseren Haupthof, beziehungsweise unser Haupthaus. Da gegenüber wieder eine Abstellhalle. Also, Hallen sind hier en masse verbaut. Hier haben wir natürlich dementsprechend. Ey, scheiß Kameraführung. Okay, wir machen erstmal eine Synchro-Party.
viele Hallen verderben das Suchen, ne? Ach, ja, Dirk. Ja? Typisch Dirk, echt. Oh, Synchro-Party vorbei. Cool. Wie gesagt, steigen wir mal eben kurz aus. Hier unseren Kuhstall. Nichts Besonderes. Ist auch schön gemacht. Gefällt mir. Eigentlich wie der komplette Rest der Karte. Dann juckeln wir mal weiter. Die Saatgut- und Düngerproduktion hatte ich euch ja gerade gezeigt. Auch hier wieder bei den Kühen eine Verladerampe für den Mist. Wie gesagt, finde ich hammergeil, weil sonst ist es ja immer dieses problematische, gerade bei dem Miststreuer, dass der Frontlader nicht ganz so hoch kommt. Das sieht mir aber doch nach diesem Autoboden aus, der den direkt in den Dings schiebt. Nö. Teddy, kannst du bitte mal rausgehen? Danke. Aua. Aua. Da hat aber einer irgendwo eine Rückkopplung. Ja, wie fügst du die Donuts ein? Was für Donuts? Donuts füge ich in meinen Mund rein und dann werden sie verdaut. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wo ich jetzt Donuts einfügen soll. Ja, der Nico meint bestimmt dieses Kaffee- und Donut-Pack. Haben wir hier nicht. Die Sounds, das Ganze läuft über ein Soundboard. So, was haben wir hier? Oh, wer hat denn hier die Rückkopplung? Nicht schön. Ich will die ganze Zeit schauen, ja, wer es ist. Okay, so, was haben wir hier? Hier haben wir Hexengut-Produktion. Und zwar hier ganz normal Baumstämme rein. Ihr seht ja, die Förderbänder laufen schon. Da muss nur noch Holz rein. Dann kommt auf der anderen Seite raus Häckselgut. Also ihr braucht keinen Häcksler mehr kaufen, Baumstämme holen, dann hier reinschmeißen, hier hinten kommen die Hackschnitzel raus, die könnt ihr dann da hinten verkaufen. Läuft. Kannst keine weitere Verarbeitungsproduktion? Nein. Kannst du das mal zeigen? Nico? Nein. Ja? Der mit M. Bitte? Ich muss jetzt Schluss machen. Okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Okay, alles klar. Jo. Ja, ciao. Ciao. So, kannst du das mal zeigen? Wie gesagt, Nico, nein, da musst du dich einfach mal im Internet ein bisschen schlau machen, wie das mit dem Soundboard läuft. Das werde ich nicht jedem zeigen, weil sonst wird da viel zu viel Schabernack mitgetrieben. Was haben wir noch hier auf der Karte? Ja, mit den Ampeln habt ihr ja schon gesehen, wenn ihr über eine rote Ampel fahrt, werdet ihr geblitzt. Kostet natürlich Geld, ist nicht schön. Zahlt der Chef, zahlt der Chef. Ja, das wüsste ich aber, da ziehe ich euch dann wieder ab. Wovon? Von eurer Rente? Seit wann zahlst du in die Rentenversicherung ein? Verrat doch nicht alles. So, erwischt. BGA brauche ich euch nicht zeigen, habe ich euch gerade gezeigt. Was haben wir da? Da haben wir auch eine ganz normale Verkaufsstelle. Eigentlich soweit unspektakulär. Was haben wir hier auf der Karte noch? Da fahren wir jetzt als nächstes mal hin. Viel KI-Verkehr. Ja, aber der ordentlich fährt. Seit wann fährt eine KI ordentlich? Selten, aber die fährt ordentlich. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man nochmal geblitzt wird. Was haben wir hier? Hier haben wir Strohverkauf. Dann Eierverkauf und allgemein. Nico, alles gut. Was wir hier noch für eine Produktion haben, und zwar die Apfelproduktion. Und zwar haben wir hier eine Apfelplantage. Ist zwar nicht großartig spektakulär, müsst ihr nur Wasser hinbringen und das war schon. Aber ist gut gemacht. So, Chef zieht euch was vom Lohn ab, er ist geblitzt worden. Und das zweimal. Ne, einmal. Nein, noch schlimmer. Einmal nur. Ja. So, was müsst ihr bei der Apfelplantage machen? Ganz einfach. Einfach nur Wasser auffüllen und das war's. Was passiert dann mit den Äpfeln? Gute Frage. Müssen wir die von Hand pflücken? Nö. Text. Sag es nicht. Muss man sich erst angewöhnen. Nico, alles gut.
Die gehen doch automatisch in Kisten, ne? Ja, und wo kommen die dann raus? Und zwar haben wir da unsere Spezialfachkräfte, die Apple einsammeln. Und die kommen dann hier raus. Der andersfarbige? Nö, gleichfarbig. Gleichfarbig, aha. So, und wenn ihr natürlich... das heißt ja nicht mehr andersfarbig, das heißt ja jetzt anders pigmentiert. Ja. Und wie ihr seht, es laufen alle Apfelproduktionen. Einmal Wasser auffüllen, 1000 Liter rein pro Apfelreihe und dann ist gut. Wenn die rein. Kein Mist? Nein, nichts, nur Wasser. Es ist alles ziemlich einfach gehalten, aber dafür halt ein wenig Produktion, ne? Nur zwischendurch Wasser hinbringen und fertig. Ja, dann, wenn ihr kein Geld mehr habt, ihr lasst einfach die Produktion komplett volllaufen. Wenn sie dann voll ist, holt ihr einfach die ganzen Apple ab und verkauft sie. Ja. Ach, die kommen da in die Halle rein. Was sagst du, Nick? Ich bin in 4 Minuten auf dem Server da. Also, weil da sind immer dann auch fertig geladen. Okay. So, was haben wir noch hier? LU. Dirk, darf ich mal eben kurz fragen? Die Kisten kommen dann in die Halle rein, wo du mit dem Trecker jetzt gerade davor standest. Das geht alles ganz automatisch. Du brauchst bei den Äpfeln nur Wasser auffüllen und das war's. Boah, ist schon langweilig. Reicht aber. Ah, oh, ich dachte zumindest mit einem Mistkipper mal Mist an die Bäume. Nein, nur Wasser. So, hier ganz normaler LU, das war's. Nichts Spektakuläres. So, aber was es auf keiner Karte gibt, ich zeig's euch mal. Und zwar... Eine Kneipe. Ne. Gastro. Hey! Also da hat er nicht aufgepasst, der Modder. Das ist ja mal geil. Dirk, aber auf jeden Fall, du kannst nicht genau erfahren. Richtig. Kannst du nicht rein? Also wenn das nicht mal geil ist, ne? Offene Tür und er kommt nicht rein. Dirk, einfach auf Wasser. So pack ich aus. Dirk, kannst du zaubern? Moment mal eben. Wo? Dirk fährt mit dem Trecker Wasserski. Geil! Ja. Juhu! Musst du dir jetzt mal denken, es ist Winter in Lohenheim, der See ist zugefroren und du fährst mit dem Trecker über den See. So ungefähr. Ja, also das muss er auf jeden Fall nochmal fixen, dass dementsprechend die Plane auch durchlässig ist, weil so ist es ein bisschen doof, ne? Aber ist witzig. Ich wusste, Dirk ist Jesus, er kann über Wasser fahren. Ja, ich hab's auch gewusst. Nur da fehlt was, er kann nicht Wasser zu Wein machen und Brot vermehren, ne? Dirk. Ja? Ich mach lieber Autolot, ich hab keinen Bock mehr. Ach nee. Ja, ich hab echt keinen Bock. Wieso hab ich das gewusst? Vor allem Wiese 3 ist ja auch noch voll, ne? Ja, immer. Ja, weißt du was, ich komm dann auch mal rein, dann Hellwig. Ich versuch's zumindestens. Was ist denn, wenn ich hinter der Ampel herfahre? Ha, da wäre ich nicht geblitzt. Cool. Der klappt hinterher. Dirk, okay. Der Fuscher. So, was haben wir noch hier auf der Karte? Ja, das ist Dirk. Das sieht echt komisch aus. Habe ich noch irgendwas vergessen? So, da unten Sümpfer, Mühle, habe ich jetzt nicht gezeigt. Einen Moment. Die Mühle habe ich selber auch noch nicht angeguckt. Achso, das war nur die ganz normale Standard. Ja, bei der Mühle könnt ihr natürlich eure Milch verkaufen, wenn sie nicht vorher schon abgeholt worden ist. Ansonsten einfach das Schild setzen, no milk sell, dann ist alles tutti, dann könnt ihr die Milch selber verkaufen. Ansonsten viel Spaß beim Abholen lassen. Mein Träger da einsteigen. Ja. Dirk? Ja. Kann ich noch eine zweite Ballengabel haben? Was wolltest du mit mir, zwei? Bei mir. Ja, wir haben ja schon eine, beide für den Fendt noch. Wir haben ja nur einen Frontlader. Dafür ist eine Gabel da. Und dann haben wir für den Teleskoplader haben wir auch eine Ballengabel. Auf Feld 4. Was soll ich den Teleskoplader nehmen? Ja, kannst du machen, klar. Auf Feld 4 steht den Fendt mit Frontlader. Mein LS17 geht nicht mehr. Nico, eigenartig. Hat Nico putte gemacht.
Nico, im Zweifelsfall immer deinstallieren, neu installieren, sollte wieder laufen. Sollte. Ja. So, was haben wir hier? Erstmal nichts Spektakuläres, wird auch nicht viel spektakulärer werden. Spielst du auch noch andere Maps? Ben? Yep. Aber wie gesagt, Ben, du darfst auch gerne reden. Ah ne, du bist ja gar nicht mehr hier im TS drin. Wie gesagt, hier ist der Shop. Nichts Spektakuläres. Hier vorne könnt ihr verkaufen. Comic, moin moin. Hier hinten habt ihr dann dementsprechend euren Shop, wo die ganzen Fahrzeuge joinen. Was ich schon wieder rausgefunden habe, ihr wisst ja, mit der Karte selber gebe ich mich so nicht zufrieden. Ich gucke ganz gerne auch mal hinter dem Map. LS Club Class. Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du da bist. Und zwar habe ich dann mal geguckt, ob ich noch irgendwas finde. Und richtig, da habe ich mir mal eben die Stumpffräse genommen. Was habe ich gefunden? Einen schönen großen Platz, wo man nochmal andere Sachen platzieren könnte oder noch eine Wiese rausmachen könnte oder. Ihr kennt mich ja, ich suche immer ganz gerne. Ja? Wo soll ich die Beine packen? Bitte auf den Hof. Wenn du auf den Hof drauf fährst, hältst du dich links. Da stehen schon Grasballen und da stehen auch schon Heuballen. Nein. So, wie gesagt. Auf Feld 3 ist noch ein Ballen. Ja, hier liegen überall noch Ballen. Die müssen wir alle mal einsammeln. Ich habe hier nur aufgebockt gerade gewesen. Okay. Ja, wie gesagt, hier könnt ihr euch dann noch dementsprechend Produktion mit draufpacken, wenn ihr Bock habt. Wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Ui. So, aber jetzt erstmal hallo Karin, die auch schon seit einer Weile hier ist. Hi Karin. Karin, sprich nicht mit ihm. Dirk? Ja? Ich merke das schon, wir waren zu frech. Kannst du mir mal das Passwort geben für den Server? Ja. Dirk, meinst du bei die Halle? Ja. Ja, wo soll ich das denn hinstellen, die Ballen? Einfach am Wegesrand hinstellen, an der Grünhalle. Und dann von Hand in den Unterstand einstapeln, da wo auch das Heu ist, wo die Grasballen sind und die Heuballen sind, Strohballen sind. So, wo war das denn, wo ich neben die Map kam? Danke. Bitte. So, hier war es nicht. Irgendwo war hier auf der Karte ein großes Stück, wo man auch neben die Map kommt. Ihr wisst ja, ich muss mir immer alles angucken, ich muss immer alles wissen, ob man da nicht eventuell noch was anderes machen kann, ob man sich da nicht noch vergrößern kann. Ja, es gibt hier auf der Karte noch irgendwo, ich meine, das war hier in diesem Bereich, wo ich jetzt gerade mit dem Maus herfahre, da ist irgendwo eine Lücke, wo man dann noch in diesen ganzen Bereich hier reinkommt, wo ihr euch dann noch dementsprechend selber Produktion aufbauen könnt. Chief Duggy, die coolste Ente auf YouTube. Moin moin, schön, dass du dabei bist. Und liebe Zuschauer, und zwar kann ich nicht oft genug Werbung machen für unseren jetzigen Samstag, den 28.07. Da veranstalte ich wieder ein Mega-Chaoten-Konvoi. Wenn ihr Bock habt, dort mitzufahren, wir möchten ja gerne wirklich einen Konvoi mit über 40 Fahrern zusammenbekommen. Wir haben ja ein TS mit 50 Slots. 6 Slots sind für unsere Admins reserviert, also dürfen noch 44 Leute mitfahren bei unserem Mega-Chaoten-Konvoi. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr alle mitfahrt. Wenn ihr Bock habt, seid am Samstag ab 18 Uhr bei uns auf dem TS. Dann werden wir mit dem Stream beginnen. Da werden wir dann auch uns sammeln. Wir werden starten auf Euro 3 in Bergen, werden dann runterfahren gemeinsam nach Italien. Aber da wird ja heute Nachmittag dann noch ein Info-Stream drüber kommen, wie das Ganze genau ablaufen wird. Dementsprechend, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr am Samstag ab 18 Uhr bei uns auf dem TS seid und alle mitfahren würdet. Wie gesagt, ich würde gerne einen großen Konvoi zusammenstellen. Letztes Mal waren wir zwischen 18 und 20 Leute bei dem Konvoi. Das Ganze soll natürlich dieses Mal richtig übertroffen werden. Ich möchte wirklich mit 40 Leuten losfahren. Letztes Mal hatten sich ja auch 40 Leute angemeldet. Haben einige nicht abgesagt, sind gar nicht alles aufgetaucht. Fand ich schade, weil jeder hat TS, jeder hat einen Mund. Jeder kann mal eben kurz sagen, hör mal, mir ist das dazwischen gekommen, mit Samstag klappt leider nicht.
Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn das jetzt Samstag richtig klappen würde, wenn wir die 40 Fahrer vollkriegen würden. Und ihr wisst, das Ganze ist natürlich wieder ein Spontankonvoi, den ich mit euch machen möchte. Wir machen ja nur spontan Sachen, ob die geplant sind oder nicht, ist was anderes. Dementsprechend Samstag ab 18 Uhr hier auf dem TS sein. Dann zwischen 18:30 und 19 Uhr werden wir uns dann auf den Weg machen von Bergen nach Italien. Jetzt erstmal Luft holen. Ich dachte, der Blitz ja, hat hallo Blitz. Zusammen. Hi, Karin. Dankeschön. Na, Karin, ich alles gut? Jo. Dirk muss ich vor dem Grobern zuerst düngen. Ja, düngen, Grobern düngen, Direktsaat. Dann haben wir alle drei ja, Düngestufen. Ja, bei mir ist alles gut. Freitagabend, 22 Uhr, schmeiß ich nochmal Werbung. Vielleicht kriege ich noch ein paar Leute vom Radio dazu, dass die mitfahren. Oh, das wäre geil. Da bin ich ja mal gespannt. Und wie ja, gesagt, versprechen tue ich da nichts. Auf jeden Fall fährt einer vom Radio mit, das bin ich. Das ist schon mal geil. Bei den anderen muss ich gucken, ob sie Zeit haben. Oh, schauen wir einfach mal. Und Synchro Party. Teddy, wolltest du den Gruber holen? Ja. Brauchst du mit dem Tausender nicht machen. Zieht er nicht, komischerweise. Ich hoffe, es geht schneller wie gestern. Ah, schauen wir mal. Ja, gestern hat er ja die ganzen Mods noch verarbeiten müssen. Ja. Was für Leitung gestanden, ja. Und liebe Zuschauer, vielen, vielen Dank für das Abo, das gerade reingekommen ist. Es wird leider nicht angezeigt, von wem es war, aber ich muss sagen, das war das 1820. Abo, was ich bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür. Hammergeil. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Samstag 18 Uhr muss ich mal schauen, was die Hitze sagt. Schief? Warm. Ventilenti an. Kühles Getränk dabei und dann gib ihm. Und falls ihr euch gerade fragt, wieso wir nicht am Zocken sind, der Volker joint. Oh. Ein Jahr später. Oh, ist jetzt das groß. Hab ich nicht von dir gedacht. Ja. Und oh, Dirk. Geht, Herr Röhrig, gehen Sie sich in Ihre Kloschüssel verstecken. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Entschuldigung, Volker musste sein. So, ihr könnt wieder. Jo. Eine Woche später fertig. Dirk, mir ist so warm. McDonald, rate mal, was mir ist. Kalt? Schweinewarm. Schwein ist immer warm. Hier kann ich dir helfen, meine Gruppe, oder haben wir keinen mehr? Ne, wir haben nur den einen. Aber du könntest danach dann direkt wieder einsehen. Wo ist die Sehmaschine? In der Halle hinter dir. Hinten in der Grüne. Grünen. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Feld 21, ne? Oder welches war das? Ne. Doch. Nein. Doch. Ich hol jetzt den Dünger und geh zu 21 runter. Okay. Sammelt schon jemand Ballen? Ja, ich schon. Jan. So, welches Feld ist denn jetzt gerade gedüngt worden? Volker, du kannst Ballen einladen bei Hof wieder. So, die 21 muss ja jetzt erstmal gedüngt werden. Ne? Richtig. Ich bin... Lass mal ja. Kurz futtern. Bis gleich. Jo. Ich gehe uns einfach runter, weil sonst ist es umfällt. Ja, guten Hunger. So. Also das Düngen übernehme ich jetzt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, gegangen, wie ja, ich da durchkomme. Runter musst du. Ja, ist mein Spiel beendet, ja, oder? Mein Spiel ist beendet worden, oder? So, ich gehe kurz essen, bis gleich. Warte mal, Jonas, was sagtest du? Entschuldigung. Bin ich von selber runtergegangen, ja, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, bist du. Gut, man nur lieber gefragt, weil manchmal
Ich mein Spiel ist im Hintergrund gelaufen. Achso, alles gut. So, ist denn jetzt einer unterwegs zu 21? Ich. User was gut. Moved out of your channel. Ich hole jetzt bei 16 oben der Düngerstreuer und dann gehe ich zu 1. Alles klar, dann bringe ich jetzt den Gruber schon mal runter zu 21 und warte dort. Beziehungsweise lass ihn dort dann stehen. Sind die Wiesen eigentlich auch schon gedüngt worden? Ja, sind sie. Ne, die sind noch nicht. Laut Anzeige sind die Wiesen gedüngt. Ja, aber das sieht nur alles noch zu frisch aus. Ich denke mal, dass da auf jeden Fall noch eine Düngestufe drauf geht. So, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Ich verdrücke mich erstmal, Dirk. Ich melde mich nachher nochmal bei dir, wenn du vom Stream bist. Alles klar. Bis später. Alles klar. Bis Peter. Bis später. Und der Nick joint. Dorflüd. Moin. Fruchtzwerg, Kamil. Mahlzeit. Und Dankeschön für das Abo, das gerade reingekommen ist. Leider wird es hier noch nicht angezeigt. Stellt das doch nicht immer auf privat. Ich will doch wissen, wer mich abonniert hat und mich dafür bedanken. Ihr seid unfair. Einmal mal Profis. Wieso nimmt ihr jetzt die Ballen nicht an? Weil du voll bist oder nicht angestellt hast? Arbeitsmodus einschalten. Richtig. Mit X. Ja. Du bist aber voll. Was darf ich machen? Das was anliegt. Volker, du bist voll. Wenn ich voll bin, dann frage ich mich, warum der noch bei mir oben noch auf der Ladefläche freie Sachen hat. Ja, dann gucken wir bei mir im Stream, dann siehst du, dass der LKW voll ist. Kann ich doch nicht. Da weißt du doch. Ich schreibe jetzt mit PC. Alles klar, Ben. Volker, dann nimm du mal meinen Trigger und fahr den mal bitte zu 21, dann fahre ich den LKW hin. Und bring die Ballen weg. Also, wenn ich im Trecker sitze, habe ich hinten auch freie Fläche noch. Nee, da hast du einen Grupp. Achso, am LKW. Dann ja, hast du einen Synchrofehler. Ich bin doch gar nicht schnell. Du bist der beste YouTuber, Ben. Das glaube ich nicht. Es gibt mit Sicherheit entschieden bessere als mich. Vor allem, ich mache das ganze Jahr nur aus Hobby und aus Spaß. Um euch ein bisschen zu unterhalten, mich zu unterhalten und vor allen Dingen mit euch zu zocken. Deswegen, ich der beste YouTuber? Nein, auf keinen Fall. So, wer hat denn mein Merlo geklaut? Fängt schon wieder gut an, Dirk. Ja, ich meckere schon bei dir, Volker. Was ist, Dirk? Ist noch irgendjemand mit dem Merlo unterwegs? Was ist ein Merlo? Merlo, Teleskoplader. Nein. Okay. So, wieso? Bin wieder da. Jo. Das ist ja jetzt schon wieder interessant. Wer hat zuletzt den LKW gefahren? Ich. Wer ist ich? Jan. Dann tut mir bitte einen Gefallen. Spring mal in den LKW rein. Jupp. Und lad mal bitte die Ballen ab, weil ich die nämlich nicht abladen kann. Synchrofehler. Karin, richtig. Ich kann nämlich die Ballen auch nicht abladen. Aber ich sehe sie zumindest im Gegensatz zu vor. Ich kann auch nicht abladen. Okay, dann hol ich mal eben den Merlo, wenn ich ihn finde. Wo ist der Merlo? Wo ist er? Da ist er. Dann probiere ich mal irgendwas. Von meinen Favoriten bist du der Beste. Wie gesagt, Ben, Dankeschön für dein Kompliment. Aber wie gesagt, ich bin definitiv nicht der beste YouTuber. Ich gebe mir zwar Mühe, aber nein, ich bin nicht der Beste. Aber mit dir Spiele macht Spaß. Dankeschön. Bitte. So, dann gucken wir mal, ob wir die Ballen vom LKW runterbekommen. Weil irgendwie ist da ein Fehler.
dann schon mal anfangen, Dirk? Nee, muss erst gedüngt werden. Du weißt doch, düngen, rubbern, düngen, direkt Saat. Ah. So wie früher. Richtig. So, dann picken wir den Nick mal in den Hintern, gucken, was passiert. Okay. Automatisch laden, aktivieren, dann machen wir das doch einfach mal. Wie kriegen wir jetzt die Ballen darunter? Gar nicht mehr. Ach, Dirk. Da gab's einen Trick, aber. Die Ballen werden wohl keine Kolle haben. Richtig, Karin. Da gibt's aber irgendwie einen Trick, die abzuladen. Nick, lass mich mal da bitte rein. Danke. Ach, Nick. Nick, was machst du da? Keine Ahnung. Er wollte den draufpacken und ja. Sieht noch besser aus. Okay, dann machen wir das anders. Dann setzen wir den Auflieger zurück. Frage, sind die Beine dann weg? Die sind dann weg. Aber wir haben ja eh genug Ballen. So ist ja nicht. Ja, noch. Ist ja nicht so, dass wir ballenarm sind, ne? Nee. Nee, bleiben da. Geil. So. Ich wollte doch gerade sagen, irgendwie eine Möglichkeit gibt's. Dirk Schnäppel, moin moin. Boah, sieht cool aus, Dirk. Ich wusste jetzt nicht mehr, wie der Trick war, aber so geht's natürlich. Wenn ich jetzt noch die Ballen darunter krieg. Ha, geht doch. So, wenn einer möchte, kann einer den Auflieger vom Shop holen. Deine arme Maus, nö, Karin? Nick, bist du? Da mach ich, ja. Gut. Ach, du hast Autoload? Ja. Ja. Dirk? Ja? Mal eine kleine Frage, ist auf diesem Mega, ein Basketball? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Gucke. Müsstest mal suchen. Baski, Baski. Okay, auch nicht schlecht. Ich mach die Cam wieder an oder das Licht geht an. Läuft bei mir. Ah, da können wir Freitag der 13. sein. Gut, dass wir die erste Dienste haben. Können wir beide heute Abend alleine LS spielen auf der Lohan, auf meinen Server spielen. Ben, was hältst du davon, wenn wir auf diesem weitermachen? Wollte ich auch gerade sagen. Dafür habe ich den ganzen Server nämlich gemacht und auch das ganze Projekt, dass wir zusammen auf dieser Map spielen. Das Ganze auch nach Feierabend, nach dem Stream. Und nicht immer nur während des Streams. Das ist nämlich die Sache von einem Stammspieler, die ich ja gerne hätte für diese Map. Ich bin ja dabei. Und ja, Karin, die rutschen gleich wieder runter. Dirk? Ja? Habe ich irgendwas zu tun gerade? Such dir einfach was. Es gibt ja mit Sicherheit genug hier auf der Karte zu tun. Mhm. Dirk nicht krumm, sondern gerade. Ich stapel immer gerade. Oder zumindest ich versuch's. Und das da wird gleich noch runterrutschen. Da bin ich fest von überzeugt. Feld 17 kann man, glaube ich, noch abmähen mit dem Mähdrescher. Feld 6 und 7 kann man mähen. Okay, ich mähe auf Feld 6. So, Erntereif ist die 5, die 15, die 14, die 16, die 6, die 7 und die 22. Oh, ich mach Feld 15. Volker, bist du schon am Grubern? Ich bin dabei. Achso, da ist schon gedüngt. Entschuldigung, ich hatte gerade falsche Einstellung. Alles gut. Die Fläche, wo gedüngt ist, da gruber ich jetzt. Ja, dann ist ja gut. Dann habe ich nichts gesagt. Ich gebe dir auch nur auf die Frage eine Antwort. Alles gut.
kann man an dem Trecker die Hinterachsenlenkung nie ausschalten? Doch, da musst du einfach Steuerung Z drücken, dann kannst du Vorderradlenkung machen oder Hundegang links, Hundegang rechts oder Allradlenkung. Haben wir kein Schnettwerk, Hänger? Ja, im Shop steht, glaube ich, einer. Können wir auch, da können wir erst am Wochenende spielen. Okay, und wieso? Ben? Bitte was? Kannst du bitte den, Schneidwerkhänger zurücksetzen? Der steht am Shop. Der steht am Shop. Ja. Und wenn ich zurücksetze, dann geht er nämlich automatisch zum Shop. Ach, richtig, ja gut, ich hol den schnell. Dirk, gibt es da nicht ein Tool, wo man den Zurücksetzpunkt versetzen kann? Nicht als Mod. Wo soll ich mit dem LKW hinfahren? Ist der voll? Nee, der ist leer. Ich habe ihn gerade abgeholt. Dann bitte zu Feld 3 und 4, Wiese 3 und 4 und die Ballen einsammeln. Und noch eine Frage. Wird das Passwort jeden Tag geändert oder bleibt das so? Schauen wir mal, wie ihr euch benehmt. Hier auf dem Map. Wenn alles tutti ist, wenn alles gut ist, lasse ich das Passwort so. Sollte hier auf dem Map, wenn ich nicht da bin, weil ihr dürft ja hier auf dem Map immer drauf, wann ihr wollt. Sollte hier irgendwann mal Blödsinn geschehen, dann werde ich natürlich das Passwort wieder ändern. Ansonsten könnt ihr hier auf dem Map immer spielen, wann ihr wollt. Das soll ja auch das Projekt einer Community sein, ne? Ich mache nie Blödsinn, okay? Bist du sicher? Du kennst mich doch. Darum ja. Das haben wir jetzt überhört mit dem ich mach keinen Blödsinn. Ja. Nein, aber wie gesagt, ich möchte gerne eine Community aufbauen mit Stammspielern, die regelmäßig mit mir zusammen oder auch alleine hier auf der Map zocken und Spaß haben. Was ist jetzt passiert? Was soll das jetzt? Okay. Da muss ich nochmal ändern. Wie gesagt, ich möchte gerne mit euch zusammen hier auf der Map regelmäßig spielen, auch ohne Stream. Und deswegen bleibt der Server on. Ihr könnt hier immer drauf, wann ihr wollt. Das Passwort bleibt so lange gleich, bis hier mal Blödsinn drauf gemacht wird, bis irgendwas ist, was mir nicht passen sollte. Dann wird das Passwort natürlich geändert. Und dann müssen wir mal gucken, beziehungsweise ich kann ja nachgucken, wer zuletzt hier auf der Karte drauf war. Derjenige wird dann Urlaub von mir bekommen für ein paar Tage. Oder wir schauen einfach mal, was dann passiert. Weil, wie gesagt, es soll ja eine vernünftige Community werden, ne? Dirk, nach dem Grubbern nochmal düngen, oder? Ja, wie gesagt, düngen, Grubbern, düngen und dann direkt Saat, dann haben wir direkt alle Düngestufen und dann ist alles gut. Ronnie, moin moin! Aber kannst du bitte einen Moment warten? Er hat ja so einen breiten Strahl. Du hast einen breiten Strahl? Oh, nein, Gott. Der Düngestreuer. Man soll nie von sich auf andere schließen, Dirk, ne? Ich sag jetzt mal gar nichts. Nach dem Wochenende kann ich spielen. Alles klar, Ben. Backpulver LP, moin moin. Du kannst gerne mitspielen. Wie gesagt, ich suche noch Stammspieler, die bei uns mit mir zusammen hier auf der Karte spielen. Es ist die Loheim vom Modhoster. Und wenn du Interesse hast, ein Stammspieler bei uns zu werden, komm bei uns auf den TS drauf, Ausrufezeichen TS angeben, dann wird dir unsere TS-IP angezeigt, dann gehst du bitte von der Eingangshalle in die Anmeldung DX42, damit ich dich sehe und auch ziehen kann. Dann kriegst du von mir die Mods und das Passwort und dann können wir natürlich zusammen zocken, klar. David Gede, moin moin, zu viel Information, Volker, richtig. Tubinator 300 Tobi, moin. Was ist mit mir? Seit wann denn mit Facecam? Tobi, seit... Wie lange habe ich jetzt Facecam? 3 Monate? Seit einem Monat? Nee, 3 Monate? Bestimmt. Ja, doch, um den Dreh rum. 3 Monate circa, ne? Wenn nicht schon länger. Ja, richtig. Ja. Das waren zu viele Informationen mit einem breiten Strahl von Üfikari. Dirk, meine, vielleicht einen kleinen Tipp, vielleicht machst du mal mit dem Joinen bzw. auf den TS kommen ein kleines Video. Und das spielst du dann immer mal ein. Ja. Spaß in die Luft. Irgendwie werde ich das auch mal machen.
Backpulver-IP, was ist zu kompliziert? Bei uns auf den Test draufkommen, die Mods runterziehen, die du im Mod-Hub bekommst, und die Karte ist vom Mod-Hoster, beziehungsweise du bekommst von mir alle Mods auf einmal über einen Link, wo du dir alles auf einmal ziehen kannst. Das ist zu kompliziert. Nö. Ich denke, dich haben alle Jungs hinbekommen. Volker, soll ich dir der Düngersteuer hier lassen? Dirk, welche Felder sollte ich nochmal abholen, die Ballen? Die 3 und die 4. Da sind Heuballen. Wenn ich jetzt eine Runde gefahren bin, kannst du anfangen. Ah, okay. Und McDonald? Hä? Wie mitspielen? Wenn du Bock hast und bei uns mitspielen möchtest, kannst du das gerne machen. Wie ich gerade sagte, komm bei uns auf den TS drauf. TS ist absolut Pflicht. Das weiß eigentlich jeder, dass wenn man bei mir mitspielen möchte, auf den TS draufkommen muss, ein funktionierendes Headset haben muss oder Mikro und Boxen. Und dann kann man natürlich bei mir mitspielen. Kein Problem. So, hab kein Mikro. Backpulver LP. Supermarkt. Ab auf dem Fahrrad, ab im Supermarkt. Holst dir von Trust oder sonstiges eins für 6,99 ein Headset. Ja. Reicht vollkommen. Versteht man dich super gut mit. Ich habe selber mit einem ganz einfachen Headset angefangen. Ansonsten, wenn du kein Geld mehr hast, Mama fragen, ob du ein kleines Headset bekommst. Oder kleinen Tipp für alle, die kein Headset haben, aber noch zwei Handy-Headsets haben. Kleiner Tipp von mir, ein Handy-Headset als Mikro benutzen, ein Handy-Headset als Kopfhörer benutzen, dazu ja, beide Klinkenstecker in die Buchsen rein. Wie gesagt, das eine Handy-Headset benutzt ihr als Mikro, also die Klinke in die Mikrobuchse. Packt ihr euch vor den Mund, könnt ihr reden. Das andere Handy-Headset, die Dinger in die Ohren rein, Klinke ab im Headset bzw. im Kopfhörer Klinke rein, dann könnt ihr mich hören. Das Ganze nennt man dann als ein Komplett-Headset, können wir quatschen und hören. Hammergeil, ja, kostengünstig. Kurz zur Information, namhafter Elektronik-Großfachhandel hat das neueste Logitech für knapp 16 Euro. Hab ich auch schon gesehen. Und das ist nur noch mit einem Stecker. Aber das USB ist. Nee, kein USB. Das ist Klinke, aber der hat die Zweikerbung drin. Ah, okay. Wie gesagt, wenn ihr bei uns mitzocken wollt, also TS ist absolut Pflicht, ohne TS geht gar nichts. Ansonsten ist alles tutti. Ja? Dirk, soll ich auf Weizen oder Gerstenfeld Stroh machen oder ohne? Generell mit Stroh. Weil wir brauchen das Geld, wir haben nur noch 123.000. Ach, das reicht noch für euch, ja. Kannst du mal eine Pappelparty machen? Das ist schon bekloppt, oder was? Das sage ich zu Pappeln. Also Pappeln, Ben, sei mir nicht böse, aber Pappeln gehen gar nicht. Wie kommst du auf Pappeln? Kannst du dir das nicht... Volker, du kannst das reden. Kannst du dir das nicht denken, Dirk? Was? Woher das jetzt mit dem Pappeln kommt? Ja, vom Pappelvolker, ja klar. Nee, nicht vom Pappelvolker. Hast du dir zufälligerweise von Snuma die letzten Streams angeguckt? Nö. Die war, glaube ich, die hat 3 oder 4 Videos gemacht, nur mit Pappeln. Oh Gott. Was ist denn mit Snu los? Und, ja, weil sie sich hat breitschlagen lassen, von ihrer Community Pappeln zu sehen. Ja, das hat sie dann gemacht. So, da hat sie dann gesagt, so Freunde, jetzt gibt es hier zweimal Livestream und dreimal Videos mit Pappeln. Selber schuld. Entschuldigung, wenn ich dazu sage, aber ist so. Also Pappeln ist Folter. Ich habe keinen Plan, wie ich auf Pappeln komme. Und ich habe auch noch ein Riesenfeld bei mir mit Pappeln, das muss noch geerntet werden. Ja, bist du auch selber schuld. Also dann gehe ich lieber im Forst, bevor ich Pappeln mache. Aber das bringt bei mir im Moment gutes Geld, Pappeln. Okay.
Trotzdem will ich freiwillig Pappeln machen. Ja? Aber die Maschinen kostet was. Nico muss LS17 neu installieren. Oh, der ist natürlich nicht so schön. Meine Frage, mit was ernte ich eigentlich Pappeln? Mit Drescher normal? Häcksler. Ach, mit dem Grün, ne? Ja, grün, gelb, rot, kannst du aussuchen. Oder kann ich den normalen Drescher mit Häcksel Aufsatz nehmen? Ganz normalen Häcksler. So, liebe Zuschauer, jetzt könnte es eventuell laut werden. User was moved to your channel. Modding bei Philipp Deutz, es lebt noch. Moin Moin. Ach. Moin, wie geht's? Wie steht's? Oh nein, nicht du schon wieder. Alles gut bei dir, Philipp? Ja klar, Urlaub läuft. Hey, cool. Pappeln gehen gar nicht richtig, Dirk. Mahlzeit! User was moved to your channel. Ja. Jo, und wie ist der Job? Philipp? Meinst du mich? Ja. Top, also ich kann mich echt nicht beschweren, also ist fast wie Urlaub, wenn ich arbeiten gehe. Okay. Oh, lange nichts mehr von dir gehört. Und jo, trotzdem ja, wiedererkannt. Hätte ich einen anderen Namen, hättest du mich nicht wiedererkannt. Dich erkenne ich immer wieder. Zumindest an der Stimme. Wollte ich gerade sagen, die Stimme ist ja wohl unverkennlich. Ja. Kann man manchmal echt gut bestellen, manchmal nicht. Ja. Dann lieber Forst, ja? Richtig, Dirk. Ja? Wo soll der LKW wieder hin? Sind alle Ballen eingesammelt? Ja, also ich habe keine mehr gesehen. Und wo sind die abgeblieben? Also ich habe keine Ballen gesehen auf den Feldern. Ja, wo sind die Ballen denn abgeblieben? Ballen nicht. Weggepackt oder so? Ja, aber wohin bitte? 32 hast du ins Nirvana gebracht. Cookie, moin moin. Finfun Games, moinsen. Oder eine Mais Party auf der Gamesing. Nö. Und übrigens, auf Wiese 3 ist alles voll mit Ballen. Ballen. Das weiß ich, weil ich da vorne über einen Ball drüber gefahren bin. Wie lange macht ihr noch? Turbinator, streammäßig ist jetzt gleich Feierabend, aber es wird noch weitergezockt. Wie gesagt, es soll ja nicht nur ein Stream-Channel sein, sondern ich möchte da allgemein mit euch drauf zocken, deswegen wird da auch nach dem Stream noch weitergezockt. Dick 42 macht so lange, wie er Bock hat. Richtig, Cookie. Wie lautet eigentlich das Passwort? Ja, das bekommst du von mir. Wieder natürlich sehr intelligent, intelligent wie immer. Bitteschön. Okay. Dirk? Ja? Ja, bitte. Wolltest du heute wenige Zuschauer? Wieso? Weil du die Cam an hast. Philipp, ich kann natürlich auch noch das anmachen. Du, und das läuft eigentlich ganz gut mit der Cam. Maisparty bei Laune. Wenn dann noch die erotische Stimme dabei ist, ist das Chaos perfekt. Ach ja, das kennt Philipp ja noch gar nicht, ne? Ach, Philipp, was denn? Ich habe natürlich noch eine Neuerung, ne? Ich kann dir auch noch eine wunderschöne gute Nachtgeschichte erzählen. Dirk aus. Moritz Neumann, moin moin. Jetzt ist er sprachlos. Dirk, jetzt habe ich Albträume immer. Macht nichts. Ja, dann erzähl doch mal. Ich habe gerade Lust, schlafen zu gehen, also erzähl mal. Nee, das kann ich Karin nicht antun. Karin ist jetzt schon wieder am Gürbeln. Karin steht da nämlich voll drauf, wenn ich meine ASMR-Stimme mache. Und Crash liebt die ohne Ende. Ja, langsam gewöhnt man sich dran. Sturm aus.
Bei mir ruckelt's richtig. Können wir noch grubbern? Nirgendwo mehr, ne? Wir wollen alle dich sehen. Ist ja mit Feld 3. Feld 3 gehört uns noch nicht, ne? Philipp, man kann das aber auch so sagen. Seid ihr alle total bekloppt, oder was? Ach, ich wollte höflich sein. Ich wollte, dass du schwarz auf weiß hast. Alles klar! Oh, Dirk, mit dir macht man es mit echt. Ja, ist auf jeden Fall nicht langweilig, ne? Nee, bei dir wird nie langweilig. Dirk, auf jeden Fall, der Server ist voll. Ja. Läuft bei uns. So, dann schmeißen wir auf jeden Fall nochmal ein Moin Moin an alle neuen Zuschauer raus. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und Philipp, am Samstag, den 27. jetzt Samstag, gibt's wieder ein mega Chaoten-Konvoi. Wenn du Bock hast. Also musst du ja dabei sein, sonst ist kein Chaot dabei, ne? Wenn du dabei nicht dabei bist, das recht. Dicker Horbach, moin moin. Du mich auch. Ich hab dich doch immer lieb, weißt du doch. Ja, also muss ich dich mal vorbeikommen und dich ärgern. Nicht nur vorbeikommen, auch mitfahren. Sag ich doch. 18 Uhr ist Treffen auf dem DS und ab 18:30, 19 Uhr werden wir dann hoffentlich starten. Hashtag Planst Kratzen. Du das inzwischen jetzt vor oder was? Ja, das ist ein spontaner, nicht geplanter Konvoi. Christian Weingärtner, moin. Nicht geplant, aber weißt ein Datum, ne? Ja, nicht geplant, spontan. Wenn ich den Düngerstreu wieder hinstelle, soll ich ihn direkt wieder voll machen. Ja, klar. Den bringst du wieder zur Saatgutproduktion, ne? Ja. Aber ja. Dirk, das kostet Geld. Nein, das ist unsere Saatgutproduktion oben. Ach so, okay. McDonald's. Server in LS. Verstehe das nicht? Wieso verstehst du das nicht? Ich habe einen Server gemietet. Da spielen wir dann zu 5 drauf. Auf meinem anderen Server spielen wir insgesamt mit 16 Leuten. Ganz einfach zu verstehen. Dirk, welche Map ist das? Das ist die Lohnheim. Gemoddet von Tune War bekommst du bei Modhoster. Und es gibt schlimmere, aber trotzdem Sturm aus. Finn, hey Dirk, hey Finn. Gaming for All, moin Dirk, sitze mit vollem Ladewagen auf dem Feld fest. Muss jetzt bis 1.30 Uhr warten, bis Chef kommt. Ach du Scheiße, Gaming for All. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich was erwarten machen. Ja? Wo sollen die Ballen hin? Die Ballen bitte dahin, wo die anderen waren, wo auch der Merlo jetzt steht. Okay, gut. So, und dann nochmal ein Moin Moin alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr alle dabei seid. Philo, moin. Und wie gesagt, ist eine richtig schöne kleine Karte. Macht richtig Spaß. Ihr könnt selber euer Kraftfutter herstellen, ihr könnt euer Schweinefutter herstellen, ihr könnt euer Saatgut herstellen, ihr könnt euer Dünger herstellen. Ihr könnt sogar aus Stroh, Getreide, Gras, Mist herstellen. Ja, ob man das braucht, ist natürlich eine andere Sache. Hier unten habt ihr noch eine kleine Apfelplantage, einfach Wasser rein und schon gehen die Förderbänder voll mit Apple. Könnt ihr dann verkaufen, macht da kleines Geld mit. Läuft. Muss weg, alles klar, Ben. Tschüss, tschüss. Ja? Irgendjemand kann auf Feld 6 pressen. Pressen? Pressen. Okay, und was ist hier gerade los? Dirk? Ja? Wie lade ich die Ballen ab? Bitte? Wie lade ich die Ballen ab? Knöpfchen drücken. Mit B. Suchst du dir die Abladeseite aus? Die bitte nach, von dir aus gesehen, nach rechts. Also zur Wand hin. Müsste eigentlich B sein. Erstmal wieder weg. Alles klar, Felix. Lass mich mal im LKW rein. User disconnected from your channel.
Ablageseite, Auflieger, nein, da, da, da und zack und weg und tschüss. Willst du weitermachen? Dann mache ich Ballenpresse. Nö, lass mal einfach stehen. Kann ja gleich noch irgendjemand anders machen. Welche Map ist das? Das hatten wir gerade schon. Das ist die Lohnheim, keine Perle im Pink. Wie geht's dir? Okay, das geht mir nichts an. Muss auch los. Alles klar, Sturmflut. Seht zu. Nice, Mahlzeit. Wo steht die Ballenpresse? In der Halle, einfach mal suchen. Da, habe ich. Und tun mir bitte einen Gefallen. Suche, der findet. Richtig. Und tun mir bitte einen Gefallen. Wenn ihr mit eurer Arbeit fertig seid, bitte die Fahrzeuge und Anhänger und sonstiges waschen und wieder dahin stellen, wo ihr sie her habt. Dankeschön. Bitte. Also und möchte jetzt jemand Ballen pressen oder soll ich? Ich glaube, der Nick wollte Ballen pressen. Aber denkt ich dran. Ich wollte jetzt machen. Denkt dran, auf Wiese 3 sind immer noch Heuballen, ne? Bin ich doch gerade drüber gefahren, das war leer. Nö. Oder Nick, waren da noch welche drauf? Da waren noch welche drauf. Ja. Also nur am dann hab ich wieder dieses ominöse. Dann Synchrofehler. Fehler mit der Felderkennung. Wer wollte den Ball machen? Ich kann auch wieder Ballen einsammeln. Also dann presse ich. Karin, wen soll ich kicken? Ja, finde das natürlich nicht so schön. Welches Feld hast du gesagt? Ach, Karin, ich soll dich im TS kicken. Feld alles 6. Klar. Karin, hättest du aber ruhig was sagen können. Welches? Feld 6. User in your channel was kicked from the server. So, liebe Zuschauer, ihr habt ja gehört, dass ich gerade jemanden gekickt habe. Ey, was soll das denn? Das mache ich normalerweise nicht, ist nicht meine Art, aber ich wurde darum gebeten, weil ich weiß, worum es geht. Deswegen bitte nicht wundern. Alles wird geplant. Was war das? Jetzt ist nochmal die Frage: Wo kommt der Gruber hin, der blaue, den ich hatte? Warte, ich komme. Dann könntest du eventuell den Trecker übernehmen mit dem Gruber und ich schnapp mir den LKW zum Ballen aufsammeln. Jupp. Yep. Ich mach das schon, Volker. Bitteschön, Karin. Gern geschehen. So. Ui, ach, du hast die blöde Lenkung drin. Da, da. So. Ich kann das mit der Doppellenkung nicht. Und du wolltest den Gruber dreckig wegstellen? Schäm dich. Ich muss dir doch nicht alles nachmachen. Ja, aber Sauberkeit, ne? Ich hab doch. Ich bin doch gerade vom Feld gekommen. Ja. Und direkt am Hochgefahren wieder vorbeigefahren. Wo ist der LKW? Der ist weg. Hast du ihn weggezaubert? Nein, ich hab ihn weggezaubert. Alles klar, Karin, weiß ich doch. Deswegen habe ich dich auch runtergekickt. Alles gut. So, und ich schmeiß einfach nochmal ein Moin Moin alle neuen Zuschauer raus. Schön, dass ihr alle da seid. Das ist Wahnsinn. 28 Zuschauer. Cool. Saubere Geräte leben länger. Richtig, Felo. Und ich stehe auf saubere Geräte. Das klingt sehr falsch. Nö. Ich sag dir jetzt mal gar nichts. Ihr verdreht das doch immer, Philipp. Ich verdrehe gar nichts. Gell, wie der schon wieder denkt, schlimm. Wie war das mit das Gerät? So ist das, ne? Einmal mit Profi. Was steht denn hier der Trecker mit dem grünen Anhänger? Karin, ich grinse doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Würde ich nie tun. Bitte was?
Hier steht der grüne Trecker mit dem Frontanbau anfällt. 10, 2. Ja, wir wollen. Weil die da am Dreschen sind? Ja. Oh, also muss gleich zu spät schießen bei dem Wetter. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Herzliches Volker, Beileid. Kann ich fahren? Jan, bleib drin. Ich komme. Aber wie gesagt, liebe Zuschauer, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr am Samstag alle bei unserem Mega-Chaoten-Konvoi dabei sein würdet. Und denkt bitte dran, wenn ihr dabei seid, würde ich mich auch noch wahnsinnig freuen, wenn ihr da so ein bisschen Werbung für machen würdet. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich abogeil bin oder sonstiges. Nein, es geht mir darum, dass wir wirklich die 40 Fahrer zusammenbekommen. Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da ein bisschen Werbung für machen würdet. Natürlich nur Werbung, die auch erlaubt ist. Es soll keine Schleichwerbung sein. Es geht nur rein darum, dass wir wirklich 40 Fahrer zusammenbekommen, dass das wirklich ein mega Chaoten-Konvoi wird. Stellt euch das mal vor, mit 40 Fahrern von oben, von Bergen aus, nach Italien runter. Also das kann nur in die Hose gehen, das kann nur mega lustig werden. Deswegen würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr dafür Werbung machen würdet. Nicht für meinen Kanal, nicht für irgendwelche Abos, sondern wirklich nur für den Konvoi. Und dann ist alles to die. Volker? Hier bei der Arbeit. Du kannst gleich Feld 5 hinfahren. Muss ich auch noch mähen. Feld 5. Bei uns in der Halle Sauna, ja, nice, das glaube ich dir. Warum genau 40 Fahrer dir? Ganz einfach, weil wir einen 50 Slot TS haben und 6 Leute Admins sind, wo die Plätze für reserviert sind. Also können insgesamt 44 Fahrer mitfahren. Sir? Ja. Ich kann mitfahren, okay. Aber ich habe nicht alle DLCs dafür. Für Samstag braucht ihr das Italien-DLC und das Skandinavien-DLC. Hab alle! Ja, moin! Ja, läuft bei dir. Bin fast weißt fertig, alles klein, Nico. Ja, Dirk. Ich hab alles kostenlos. Das ist natürlich hervorragend. Aber, liebe Zuschauer, solltet ihr das Skandinavien-DLC oder das Italien-DLC nicht haben, einfach mal Ausrufezeichen Instant eingeben, dann wird euch mein Instant-Kanal angezeigt, beziehungsweise nicht mein Instant-Kanal, sondern Instant-Gaming angezeigt über meinen Kanal. Und wenn ihr euch dann über diesen Link das Spiel bei Instant-Gaming oder die DLCs bei diesem Link, über diesen Link holt, unterstützt ihr sogar kostenlos unsere Aktion Tiere in Not, wo wir einen momentanen Spendenstand von 1520 Euro haben, was Wahnsinn ist in anderthalb Monaten. Okay, fast 2 Monate, aber ist trotzdem Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. 2 Monate schon. Ja, und oh mein Gott. Wenn ihr uns bei dieser Aktion unterstützen wollt, wie gesagt, kauft euch eure Spiele über den Instant-Link von mir, Ausrufezeichen Instant eingeben. Ihr habt keine weiteren Kosten dadurch. Nein, und zwar bekomme ich von eurem Einkauf bei Instant Gaming über meinen Link ein paar Prozente ab, die ich natürlich komplett 1:1 für unsere Aktion Tiere in Not zur Verfügung stelle, so wie es sein soll, wie ich das ja immer mache. Deswegen, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eure Spiele demnächst über Instant Gaming holt, über diesen Link. Genau, Nico, einfach Ausrufezeichen Instant bitte momentan noch mit D schreiben. Ich habe den Rechtschreibfehler immer noch nicht rausgenommen. Werde ich gleich noch machen. Und dann ist alles gut. Kannst du kurz abladen? Drück mal bitte die Taste B. Oder einfach über F1 Tab aufmachen. Dann siehst du ja das Menü. Hab B gedrückt. Okay, lass mich rein. So, jetzt hättest du nämlich erst den Arbeitsmodus ausstellen müssen. Hattest du nicht. So, dann B-Taste drücken, Z-Taste drücken und fertig. Ich unterstütze nichts, bin noch kein Sozialamt. Moin Joe, Joe, du hast uns schon so wahnsinnig unterstützt bei der Aktion Tiere in Not, was natürlich hammergeil ist. Hast du einen Link mit den Infos für den Konvoi? Da kann ich das bei uns teilen. Nice, ich werde nachher noch einen kleinen Stream machen, ohne Live-Chat, wo ich dann nochmal alles erklären werde. Ich denke mal so gegen 3 werde ich das machen. Ich wollte das Infovideo eigentlich schon längst fertig haben, aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Es kommt so viel dazwischen bei mir momentan. Es ist Wahnsinn.
So, und dann schmeißen wir natürlich nochmal ein. Moin Moin alle neuen Zuschauer raus. Schön, dass ihr alle dabei seid. Es geht vielleicht wieder. Alles klar, Nico. Gibt der Stapelkönig. Wahnsinn. Ich hätte beim Championship halt machen sollen. Ich hätte gewonnen. Dirk? Ja? Wo soll ich Nachbarn einsammeln? Feld 3 ist jetzt alles leer. Ja, dann sind alle weg. Dann... nee, warte mal. Wo sind die denn jetzt am Pressen? Die waren noch irgendwo am Pressen. Dreschen. 6. Jetzt ist Feld 5. Aua. Also Feld 6. Kannst du Strohballen pressen? Nee, ist schon. Sind schon. Nur noch einsammeln. Ich muss da oben hin. Das weiß ich ja auch. Dann aber richtig Feld aussprechen, 6. bitte. Mann, ihr bringt mich alle immer durcheinander. Ja, ja. Du bist ja nämlich normal im Kopf jetzt, ne? Bist du normal? Ja, natürlich. Seid ihr alle total bekloppt oder was? Nee, Banane. Ja. Und Philipp? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Entschuldigung, musste sein. Didi, moin moin. Ja, warum tust du es dann nicht? Nö. Ja, mit UR kann das ja auch jeder. Philo, das könnte ich sogar ohne URL. Mann, das hat jetzt 9 Wochen bei uns kein Regen. Christian, bei uns noch mehr. Also wir haben jetzt seit 4 Monaten keinen Regen mehr gehabt. Und das, was runterkam, war kein Regen, das war Mückenpisse. Genau. Nico, mach ich. Meine Güte, so eine Ordnung hatte ich mit dem Ball noch nie. Cool. Das sieht aber aus wie geleckt hier. Meine Güte. Volker, wo bist du gerade? Die Beweihräucherung. Nö. Dirk, machst du Monat Free Community Play? Also. Erstmal nicht. Erstmal ist Free Community Play eingestampft. Dafür machen wir jetzt dieses Projekt. Ist ja fast dasselbe. Nur, dass wir halt bei diesem Projekt halt Stammspieler haben möchte. Wo wir halt auch nach dem Stream noch zusammen zocken, ne? Ja. Kurze Info für euch, und zwar, wenn ihr hier auf der Karte am Zocken seid, das Passwort bleibt ja gleich. Ihr könnt ja, wie gehabt, auf die Map drauf, wie ihr wollt. Tut mir bitte einen Gefallen. Wenn ihr dann auf der Map drauf seid, kommt auf jeden Fall im TS rein, geht in LS17 spielen rein. Dass wenn mal was ist, dass ich euch ansprechen kann, und fertig. Das ist aber nicht schön gemacht, Dirk. Was ist das nicht? Das ist schön gemacht. Ich hatte mal Gewitter vergessen. Ich auf der Linie, genau. Ach, am besten nimmt er noch eine Wasserwaage. Ja, das fehlt ja auch noch. Kannst du mir eine bringen? Ja, du warst jetzt nicht gemeint, Dirk. Ich meine unsere Kollegen, die jetzt am Meckern sind. Ja, ja, schon klar. Ich bin mal kurz weg, ich gehe jetzt etwas essen. Alles klar, und McDonald's, das ist nicht schief. Auch wenn, schief ist modern. Dirk? Ja? Soll ich vom Server runter oder kickst du mich dann einfach, wenn jemand drauf will? Nee, dann, wenn du jetzt länger weg bist, dann bitte einmal runtergehen. Okay. Würde gerne... alles klar, TNT, alles gut. Ja? Die Ballen, also die Strohballen sind ja auch wieder zum Dings hin, oder? Ja. Ach so, okay, gut. Bin gleich wieder da. Jo. Und soll ich vom TS auch runter? Oder? Nein, vom TS brauchst du nicht runter. Okay. Ja, genug Slots. Richtig, Joe. Erstmal besser machen und dann meckern. Sehe ich genauso. Ja? Ja. Kann man hier über rote... Bitte? Kann man hier über rote Ampeln fahren? Oder? Nein, wirst du geblitzt? Kostet Geld. Achso, gut.
Da musst du von deinem Taschengeld bezahlen. Zahlt, Chef, zahlt, Chef. Zahlt nix, Chef. Chef ist arm. Zahlt, Dirk. Dirk, wir machen so Devil Blitzwett. Er muss das Geld an dein Konto überweisen. Mhm, für die Tiere in Not. Ha! Mach ich gerne. Du, aber 1000 Euro. Dann nehme ich einen Trennschleifer und säg die Kette, säg die Ampel ab. Spielverderber. Synchro Party für Teddy. So, liebe Zuschauer, aber leider muss ich euch wieder sagen. Nein, mein Okay, komm. Betret, wer ist Teddy? Ja, leider ist es wieder soweit. Ich bedanke mich bei euch allen für die ganzen Abos, für die ganzen Likes und natürlich für eure Unterstützung bei unserer Aktion Tiere in Not. Wie gesagt, heute Nachmittag kommt noch das Infovideo für unseren Mega-Chaoten-Konvoi. Ich hoffe, dass ich das so gegen 15 Uhr schaffen werde. Versprechen tue ich nichts. Der Live-Chat wird definitiv bei diesem Livestream nachher aus sein, weil ich mich da nicht konzentrieren kann, kann euch nicht die ganzen Regeln und sonstiges vorlesen. Deswegen einfach das Glück betätigen, dann wisst ihr wieder, wann ich wieder on the road bin, wenn ich wieder auf dem Acker bin und, wann ich backe, wann ich irgendwelche Infos rausgebe. Ich sag euch einfach einen schönen Nachmittag, schwitzt nicht so viel, ich versuch's auch nicht, ich werde mich jetzt gleich erstmal abkühlen. In diesem Sinne, bis später, bis zum nächsten Mal, euer Dick 42 und ich bin raus. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.